So, jetzt muss ich einmal ganz vorsichtig die Mikrofone einpegeln, bevor ich die Ohren fetzen. Wait a minute. Test. So, das funktioniert super. So, das gleiche machen wir bei Tinker auch nochmal. Test. Ja, weiter. Für mich ist immer so blöd. Test. Ich kann hier deinen Chat nicht, doch, da Pop-Out-Chat. Einmal ein bisschen lauter? Ja, ich versuche nochmal ein bisschen lauter. Wo muss ich das denn hinziehen, damit das auf den Bildschirm kommt, wo es sein soll? Nach oben. Das funktioniert halt nicht. Ja, das kann sein. Oh, so, dann haben wir. Ich kann das aber jetzt gleich machen, auch einfach. Ja. Wenn man in Thun einen Fisch angelt, ist es dann ein Thun. Oh Gott, Eis auf 4, Bruder, wirklich, ist es dein fucking Ernst? Ist es also wirklich, der ist so. Ihr habt meine Instagram-Stories gesehen, die waren schon übermäßig schlecht, oder? Aber deiner ist. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier im Kompressor. Nehmen wir den nämlich auf 2.1 und. Achso, nein, warte mal, das war der falsche. Achso, den haben wir hier schon. Wenn wir den test. Ja gut, es geht aber, oder? Also, ihr könnt mich anständig verstehen, nehme ich an. Das ist von der Lautstärke her angenehm. Es klingt ein bisschen dumpf, aber ich glaube, damit können wir heute leben. Können wir damit leben? Chat, könnt ihr damit heute leben? Passt das von der Tonqualität her? Ich musste mein komplettes Setup neu bauen. Deswegen habe ich das noch nicht wieder eingestellt. Ich habe ja beim letzten Mal, als ich es aufgebaut habe, war ich ja ganz stolz. Ich habe alles perfekt eingestellt, habe gesagt, wir können an den Sonntagsstreams einfach nur die Mikrofone nehmen und können uns einfach nur nach hinten setzen und alles ist in Ordnung. Und ja, gut, dann musste ich es wegen Stromverkabelung einmal wieder komplett abbauen. Ich könnte aber noch ein kleines bisschen Hirn gebrauchen, glaube ich. Test 2-3. Ja. Ich habe Hirn verstanden und denke, cool, er sieht es wenigstens ein. Was soll das denn heißen? Hirn habe ich, das brauche ich nicht. Schlurux melden. Was? Warum? Na, ich versuche hier Dark Mode, mein Gott. Wieso willst du mich melden? Ich will dich nicht melden, ich will den Dark Mode haben. Ach so, du kannst mich auch melden, aber ich weiß nicht warum. Ich habe auch Hirn verstanden. Nein, Höhen in der Stimme. Mehr Höhen. Such du mal dein Hirn. Aber Tinker klingt gut, ne? Ah. Chat, ist okay? Tinker klingt gut. Also Schlurux melden klingt gut. Hör mal zu, Sven, ne? Pass mal auf. Svenjamin. Mhm. Nur weil der aussieht wie ein Elefant. Deswegen Svenjamin. Svenjamin, der liebe Elefant. Vielen Dank, Peppinup, für 15 Monate. Bluefreak, danke Svenjamin für 30. Svenjamin Twitchchen. Klingt wie Svenjamin Flittchen. Leven, danke für deine Bits. Wann kocht Schlo wieder? Nie wieder. Nie wieder. In wie viele Bits-Nachrichten willst du das noch reinschreiben, oder? Ich bin sauer auf dich. Warum? Auf Kiro. Du bist sauer auf mich, auf Kiro? Nein, ich bin sauer auf dich, habe ich zu Kiro gesagt. Ach und so. Du fragst, warum? Ah, okay. Ich verstehe. Okay, pass auf, ich kann schon mal die Kamera ändern. Wie weit bist du da? Ja, ich habe alles offen, was auf sein muss. Allerdings kriege ich das nicht da hoch. Ja, weil keine Maus angeschlossen ist. Ja. Wie willst du das ohne Maus da hochkriegen? Ja, deswegen sitze ich hier und guck doof. Technik kann er, Leute. Technik kann er. Ja gut, Kiro das did nothing wrong. Mit der Maus habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Wo ist die denn? Gute Frage, ne? So, ich zoome dich schon mal ran. So, hab dich rangezoomt. Hallo. Okay, ich guck mal ganz kurz, ob ich eine Maus finde. Na du? Man das weiße Schwänzchen sieht, ab und an. Weg ist es. Wo willst du hin? Da willst du hinsitzen? Willst du nicht hoch aufs Sofa kommen? Ich sehe den Chat leider nicht, Leute. Ich würde ja mit euch reden, aber... Kim? Wurde heute schon angefaucht?
weil ich seine Krallen schneiden wollte. Das ist nämlich jetzt seit über einer Woche überfällig, aber seit über einer Woche werde ich immer wieder angefaucht, wenn ich versuche. Also hat er jetzt die linke Pfote geschnitten und alle anderen drei Pfoten nicht, wobei bei der rechten Pfote konnte ich eine Kralle schneiden. Kiro, geh mal da weg. Da sitzt Kiro jetzt. Er geht auch nicht weg, wenn ich Anstalten mache, mich hinzusetzen. Komm zu mir. Er möchte da einfach bleiben. So, Maus. Hab ich? Wenn die auch funktioniert. Hallo, Rosi. Die funktioniert. Guck mal, dann kann man das nämlich da hochziehen. Hast du das jetzt per Touch versucht? Ja, ich habe erstmal per Touch alles aufgemacht, war ja alles zu. Ach so. Ich dachte, du hättest per Touch versucht, das da hochzuziehen. Das wäre ein bisschen witzig. Ja, ich habe es versucht, aus dem Bild rauszuziehen, um zu gucken, in welche Richtung ich es überhaupt ziehen muss. Ja. So von der Größe passt, oder? Ja. Größer. Nee, geht sogar eins kleiner, glaube ich. Sicher? Sehr groß, ja. So? Ja. Was hast denn du für krasse Augen? 100 und 110%. Angeber. So, dann das hier noch. Vielen Dank, Pedro, für 15 Monate. So, fertig. So, wenn ich jetzt nach vorne den Sound von der Box ein bisschen lauter mache, dann müsste auch alles in Ordnung sein. Achso, wenn ich das noch wieder rausnehme. So, ich habe gehört, du hast von unserem Trip schon erzählt. Spitze, nee, ich habe nichts erzählt von unserem Trip. Nein, es ging nur gerade generell darum, dass ich nach unserem Trip ich froh war, als der Zug wieder in Zürich reingefahren ist, weil das so... Ja gut, aber wir waren auch 4 Tage nur Action. Also wir haben alle gesagt... um die Action, sondern es ging so ein bisschen darum, es ist super geil, derartige Orte bereisen zu können, Urlaub da zu machen. Ja? Du hast eine geile Landschaft, du hast Berge, du hast Seen, du hast... Also wirklich, es war ja landschaftlich ein Traum. Absolut. So. Aber... Stell dir vor, du würdest da leben. So. Und das ist halt einfach, und das ist das, was ich eben gerade meinte. Es war so ein bisschen, als wir dann wieder zurück nach Zürich gekommen sind, war das halt einfach so ein bisschen so Zivilisation halt einfach wieder. Also, wenn du da lebst, irgendwann fällt dir dort der Berg um den Kopf, oder nicht? Also, für mich war es eher so ein, oh Gott, 4 Tage Action, Sport, viel machen, noch einen Tag hätte ich nicht geschafft. Der nächste Tag hätte für mich einen Tag im Bett bleiben müssen. Warte mal, ich muss mal da reinhören. Ja, wie gesagt, ich musste das ganze Setup neu aufbauen. Und ich habe es noch nicht eingestellt. Es ist gerade, das passiert gerade einfach live. Achso, yo, ich höre, was ihr meint. Test. Ha, live. Ja, ich höre, was ihr meint. Moment, das ist der Limiter. Euer Wohnzimmer ist test, voll schön. Test, hallo. Ich hoffe nicht, dass du glaubst, dass das unser Wohnzimmer ist. Dann wäre das Bruder, echt hässlich. Dann wäre das super hässlich, Alter. Nein. Das ist nicht unser Wohnzimmer. Was ist los, du Schnurri? Test 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Könnt ihr mich anständig verstehen? Geht das jetzt besser? Viel besser? Ja. Okay, jetzt müsste das eigentlich wieder anständig sein. CC, ja, plus, okay. Ach so. Das ist das Studio, das Wohnzimmer ist oben. Ja, das ist nur Studio. So. Und das war halt wirklich so. Kiro hat dir da was hingelegt. Also, es ist sehr geil gewesen. Es ist sehr, sehr schön gewesen. Ich war sehr begeistert. Also, es waren ja nicht nur Orte, an denen ich noch nie war, sondern an derartigen Orten war ich noch nie. Ja. Ich bin noch nie durch einen Gletscher. Ja, oder auf 1800 Höhenmeter gestanden, einfach an einem See und auf einem See rumgepaddelt, mitten in einem Berg. So, ich bin das noch nie ist halt mit einfach, einem Mountainbike auf so einen Berg hochgefahren. Das ist halt einfach super insane gewesen. Aber. Ja, wie gesagt, da zu leben, also ich habe die ein oder andere Nachricht bekommen, also wo wir in Engelberg waren, schrieb auch irgendwie gestern jemand irgendwie, sein Opa wohnt da und so, wo ich halt auch gesagt habe, ey, das ist natürlich so, im Alter würde ich das vielleicht auch fühlen, weißt du, so du lebst einfach da, wo andere Leute Urlaub machen. Ja, wobei, also ich fand gerade Engelberg war
nur von Bergen umgeben. Hier, geh mal weg, wirklich. Ich kann hier. So, dann kann ich mich nämlich auch richtig hinsetzen. Oh. Oh. Noch nie auf dem Berg Fahrrad. Vom Fahrrad gefallen. Achso, ja. Ja. Und dann komm doch hierher, Kiro. Aber dann musst du dich klein in die Mitte machen. Du nicht essen Kabel? Wer ist das Hotel nochmal in Grindelwald? Keine Ahnung. Also da gibt's, also in Grindelwald, wollen wir einfach mal von Anfang erzählen, wie es war, was wir gemacht haben und so. Also, für die gar nicht wissen, worum es überhaupt geht oder was überhaupt Phase ist, wir sind unterwegs gewesen für und mit Tourismus Schweiz. Hatten wir eine Kampagne, wo es darum ging, quasi geile Orte in der Schweiz zeigen zu dürfen. Und das wurde ein bisschen umgeworfen. Wir wussten anfänglich standen andere Orte ein bisschen auf dem Plan. Das wurde nochmal ein bisschen umgeschmissen und so. Grenze Italien, Lago Maggiore, das wurde aber nochmal umgeworfen. Und das ist natürlich auch, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat, möglicherweise Corona und so weiter. Auf jeden Fall sind es dann nochmal andere Orte geworden. Es wurde Grindelwald, wie er auf Instagram schon mitbekommen hat, und Engelberg. Und wir wussten so gar nicht so richtig, was auf uns zukommt. Aber es war dann tatsächlich sehr, sehr geil. Oder beziehungsweise, ich fange erstmal vorne an. Wir sind dann in Zürich losgefahren mit dem Zug und hätten in Luzern, glaube ich, umsteigen müssen. Nee, Bern. Oder in Bern. Ah, genau, richtig, in Bern hätten wir umsteigen müssen. Wir sind aber nicht ausgestiegen. Wir haben es voll verpennt. Wir haben es komplett verkackt irgendwie. Wir sind nicht ausgestiegen. Und als Bern dann vorbei war, wir hätten hier aussteigen müssen. Und dann auf einmal, also wir sind dann die nächste ausgestiegen und die nächste war dann Thun. Ja, und ihr habt meine sehr schlechten Scherze über den Ort Thun in den Insta-Stories mitgekriegt, ja. Was sollen wir hier bloß tun? Oder, ja, gut. Oder ich mache Insta-Stories und ihr könnt nichts dagegen tun. Es war schlecht, es war sehr, sehr schlecht, aber ich fand mich lustig in dem Augenblick. Das heißt, wir sind dann von da aus wieder zurück nach Bern und von Bern aus... Nee, wir sind von Thun nach Interlaken und von Interlaken sind wir in Grindelwald. Irgendwie so. Sind auf jeden Fall in Grindelwald angekommen. Und es war so, wow, krass. Also es war wirklich, du steigst in Grindelwald aus und ihr werdet es in dem Video sehen dann. Aus Thun kommt ein berühmter Fisch, Kai, deine Witze waren auch mal besser. der hätte von mir sein können. Also ich habe sehr viele Witze an diesem Tag in der Thun gemacht. Ja, die sind schlecht, aber ganz ehrlich, wenn du so einen bringst und du stehst vor diesem Ort, du fühlst dich einfach lustig in dem Fall, Chat. Auf jeden Fall. Ihr habt nur einen Witz per Insta mitbekommen. Ich habe 10 gehört. Ja, ich habe mich super witzig gefühlt. Mhm. Karma sich auch. Ich habe 20 Witze gehört. 10 von dir und 10 von Karma. Ja. Auf jeden Fall sind wir in Grindelwald angekommen. Es war in Grindelwald wirklich so, wow, WTF, Alter. Weil, du standst, willst du mit mir das hier erzählen vielleicht? Oder ja, soll ich das alleine erzählen? Nein, ich höre zu und schmeiße was ein. Okay. Du standst halt wirklich, also du kommst an und du stehst mitten in einer unfassbaren Landschaft. Mhm. Und ich wollte am ersten Tag gefühlt schon die Drohne steigen lassen. Aber musst dann da natürlich so ein bisschen gucken, dich an örtliche Richtlinien halten und so weiter. Und dann haben wir am ersten Tag auch den Ort entdeckt, an den es dann am zweiten Tag ging. Ne? Ja. Da war dann so eine, und ich weiß nicht, ob das aus dem Video hervorgeht, du gehst so ein Stück Berg rauf quasi und dann ist das so eine riesengroße Hütte. Der Eingang zu den Gondeln auf den Berg zu den Action-Aktivitäten. Und ihr kleinen Pepegas habt ihr auf Instagram abstimmen dürfen, was wir machen. Tinker hat das Ganze geschickt eingefädelt, dass auf jeden Fall was Fliegendes dabei ist. Ach komm, das war cool. Im Nachhinein betrachtet war das super geil.
aber ich habe mir richtig in die Hose geschissen. Ihr müsst euch vorstellen, halt wirklich mitten auf dem Berg, ja, geht's dann einen Berg runter mit so verschiedenen Möglichkeiten, diesen Berg runterzukommen. Da sind dann so Seile gespannt und an diesen Seilen hängt einfach so ein, ja, so ein Sitz oder auf der anderen Seite so ein Vogel, wo du dich dann halt einfach reinlegst und du guckst halt einfach nur, ich weiß nicht wie viele Meter nach unten und die Dinger werden auch ordentlich schnell, ne? Also 80 km/h. Du ballerst einfach mit 80 km/h, ballerst du... Ich glaube 800 Meter sind es. Einfach so fröhlich sitzen, ballerst du 800 Meter darunter. Und denkst dir, nice, jetzt bin ich einfach tot. Also ist das Erste, was du denkst, gleich bin ich einfach tot. Und als dann allerdings das erste Mal durch war, war so, boah geil, ich muss da wieder rauf, ich will das unbedingt nochmal machen. Das war so übertrieben nice. Und dann habt ihr bei mir auf Instagram abgestimmt, Gott sei Dank, für das Mountain Kart. Das war so extrem cool. Der deutsche TÜV wäre schockiert, aber ja. Das war eine richtig lange Strecke, ne? Ja. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Catcar, ohne Pedale, aber mit super großen Reifen, mit super viel Profil drauf, ja? Weil du brauchst diese Catcar-Pedale nicht, weil du fährst mit dem Mountain Kart ja den Berg runter. Du brauchst beide Bremsen. Du brauchst beide Bremsen und teilweise ziehst du beide Bremsen und bist übertrieben schnell, obwohl du beide Bremsen auf Anschlag hast, weil dein Kart einfach da runterballert. Und das Ding ist halt, das ist nicht wie in Deutschland, wenn die Straße geht und dann geht's bergunter und es biegt ab, dass da irgendwie eine Sicherheitsvorkehrung ist. Nein. Nö, wenn du Pech hast und zu schnell fährst und nicht bremsen kannst, dann macht es flurr. Ja. Und du fällst einfach einen Berg runter. Die Kuh gibt übrigens auch einen Fick drauf, ob du da gerade runterfährst oder nicht. Wenn die Kuh gerade über die Straße laufen will, läuft die Kuh gerade über die Straße. Ja. Also, wir mussten sogar zwischendurch anhalten mit den Karts. Rosi, jetzt ist gut. Das tut weh. Weil, dort Kühe auf einmal unseren Weg gekreuzt haben. Also es ist halt super insane. Ja? Du stehst halt auf dem Berg einer Wahnsinnslandschaft, steigst in dein Mountain Kart, du fährst da runter, du bremst, weil zwischendurch kurz eine Kuh deinen Weg kreuzt. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Ja. Es war halt, also ich weiß noch, als wir damals in die Schweiz gezogen sind, haben wir beide so ein bisschen gedacht, Heidi, die Schweiz, ein bisschen verpennt. Mhm. Und wir haben dann sehr schnell gelernt, dass die Schweiz gerade was Internet, Technik etc. angeht, ganz, ganz, ganz vorne mitspielt. Und haben aber auch gedacht, naja, aber es gibt halt trotzdem, ne, diese Heidi-Berge, wo man ein bisschen wandern geht. Und als wir dann selber dort waren und eben mit diesen Mountain-Karts den Berg runtergepäst sind, mit irgendwelchen Seilbahnen da runtergefahren sind, hast du halt gemerkt, das ist alles aber nicht verpennt, sondern du kannst es ein bisschen ruhiger angehen und eben wandern gehen. Du kannst aber auch ganz schön actionreich hier in der Schweiz irgendwie über die Berge kommen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe dann, also und mein Horrorerlebnis in Grindelwald war, man sagte uns, wenn du 3 Kilometer quer in die Berge reingehst, jetzt komm halt hierher wieder, dann kommt dort ein richtig krasser See mitten in den Bergen. So. Allerdings ist das nicht irgendwie asphaltierter Weg, sondern du müsstest wirklich 3 Kilometer in diese Berge wandern. Ich habe also gedacht, okay, ich will auf jeden Fall diesen krassen See sehen, trotzdem, auch wenn ich da jetzt nicht hinwandern kann. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, pass auf, ich nehme alle Sicherheitsvorkehrungen meiner Drohne raus. Anker per Gondel wird hochgezogen. Habe also meine Drohne auf Free Modus, ja, und bin zu dem See geflogen. 3 Kilometer. In den Bergen. Sowieso schon auf, ich weiß nicht, 2000 Höhenmeter. Das Ding also nochmal 500 Meter in die Luft. Und 3 Kilometer nach vorne. Dann war ich an dem See und ich flieg mit der Drohne über den See und ich war am Schwitzen, ne? Ich war richtig am Schwitzen. Ich habe gedacht, Bruder, meine Drohne ist gerade auf, keine Ahnung, insgesamt 2500 Meter Höhe, 3 Kilometer Entfernung.
das Bild wird schwarz und alles fängt an zu piepen, mitten über dem See. Dort waren die kompletten Drohnenaufnahmen noch vom Vortag drauf und so. Und diese Fernbedienung fängt richtig laut an zu piepen, kein Signal, ganz halt piep, 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 piep. Alle Leute schon am Gucken, ne? Ich denke wirklich, mein Herz. Sie ist per GPS nach Hause gekommen. Panikmodus heißt rückrufen, egal was kommt. Es gibt dann so einen Panikmodus und die Drohne ist komplett per GPS die Strecke, die sie hingeflogen ist, 3,5 Kilometer zurückgeflogen und bei mir gelandet. Und ich war, sie ist wirklich, weil, also die Drohne hat halt die Speicherkarte dabei gehabt. Ne? Und 3,5 Kilometer in die Berge rein, über dem See, die wäre halt für immer weg gewesen. Ja. Also da ging mir anders der Stift. Aber wir haben die geilsten Aufnahmen überhaupt. Ja. Wobei, ich glaube, die geilsten Aufnahmen überhaupt kamen dann danach in Engelberg. Mit den Wasserfällen. Mit den Wasserfällen, das die Mountainbike-Tour. Also ich habe echt so auf Profi-Drohnenpilot gemacht. Ich hoffe, dass es geil kommt, wenn die Videos rauskommen. Ich habe zum Beispiel, durch so eine Bergfahrt quasi, habe ich Tinker und Karma mit der Drohne verfolgt. Bin einmal vom Baum geflogen, aber war okay. wirklich abgefahren. Also komplett abgefahren. Und du siehst dann halt auch einfach mit der Drohne, und das nimmst du gar nicht so wahr, wenn du im Dorf losfährst mit dem Mountainbike. Du nimmst gar nicht wahr, wie hoch du eigentlich kommst und wie weit du eigentlich in den Bergen drin bist. Und die Drohne, wenn du mit der halt hochgehst und du guckst dann auch mal über das Display, wo du eigentlich hingefahren bist, denkst du dir so. Du denkst dir, Alter, du bist hier. Ja gut, aber wir sind auch 20 Kilometer gefahren, plus die Höhenkilometer, die ja noch dazukommen, die echt heavy sind. Welche Drohne hast du? Mavic Pro 2 oder irgendwie so heißt sie. Ja. Also die E-Bikes, ja. Ohne hätten wir es nicht geschafft. Also da muss man ehrlich sein, als ungeübter, nicht sportlicher Mensch, ich glaube, selbst als sportlicher Mensch ist es echt schwierig, mit dem Fahrrad die Berge da hochzukommen, ohne E-Unterstützung, weil... Also, und trotzdem habe ich mich, aber ist alles wieder in Ordnung, ich habe den Verband ab und so, alles gut. Habe mich einmal richtig hingemault. Während so einer Bergabfahrt quasi, also halt wieder zurück, da war so ein Schotterweg. Hattet ihr eine Genehmigung für das Fliegen? Ja, ja. Wir hatten alles. Ich habe wirklich, also ich war nicht schnell oder so, aber es geht halt so steil runter, du musst da echt ein bisschen aufpassen. Ich hing auf beiden Bremsen den kompletten Weg runter, also den kompletten Schotterweg runter. Ich auch, und mich hat halt trotzdem einmal komplett vom Bike genommen. Also aufnahmentechnisch, also ich glaube, das werden Vlogs, die wir uns in 5 Jahren nochmal angucken. Und sagen, weißt du noch damals? Und sagen, weißt du noch damals, guck mal, wie insane das war, guck mal, wie insane das landschaftlich gewesen ist. Und also es war eine andere Welt. Es war wirklich eine andere Welt. Was ich am krassesten fand tatsächlich, und da hoffe ich, dass das geil kommt in dem Video, wie wir durch diesen Gletscher, also nicht mal diese Gletscherschlucht am Anfang, sondern wirklich durch diesen Gletscher, ja. Also wir sind durch einen Gletscher gelaufen, da ist quasi ein Tunnel im Berg komplett aus Eis. Insane. Fucking insane. Mega geil. Du stehst einfach mitten im Berg im Eis. Was war richtig kalt und witzig war, mir haben halt ganz viele geschrieben, weil ich halt gesagt habe, hier 2 Grad hier oben. Das sind 21. Ja, wir hatten 21 Grad im Schnee. Es war richtig schön muckelig warm. Viele, die dann auf Instagram, wir stehen oben auf dem Berg bei im Schnee. Es ist schweinekalt, Leute, wir frieren total. Auf Instagram wollten uns erklären, dass bei uns 21 Grad sind. Ich dachte, wollen die mich verarschen? Ja, wenn du natürlich im Tal guckst, den Ort eingibst und du guckst im Tal... Waren es sogar 26 Grad. Waren es sogar 26 Grad. Aber wenn du auf einem Berg auf 3000 Meter Höhe bist, wo Schnee liegt,
Da sind keine 26 Grad. Je höher du kommst, desto kälter wird das. Wenn du mit einem Flieger fliegst, fliegt der auch nicht durch 30 Grad, wenn der über Dubai fliegt. Da oben sind keine 35 Grad mehr. Aber wollten die uns erklären. Ja. Ah, das war wirklich so, wie die Leute mir auf Instagram gerade erklären, dass ich die Klimaanlage da weghängen muss. Ach so, ja, ja. Weil das Wasser tropft. Meine Technik voll tropft. Ja. Und ich denke mir, nice, wir haben die ihre Klimaanlage anschließen lassen. Wenn ihr Wasser im Raum habt, ist was falsch, Leute. Wie war das mit dem Atmen? Hat ihr ein Problem? War es irgendwo? Gar nicht. Nö, also ich habe gar keinen Unterschied gemerkt. Man hört das immer so, je höher man kommt, desto dünner wird die Luft. Aber für mich hätte es vielleicht mehr gebraucht, aber auf 3000 Meter habe ich keinen Unterschied gemerkt. Tatsächlich gar nicht eigentlich. Also es war halt kalt, sehr windig. Ja. Du nicht schnüffeln an seinen Füße. Ja, es sind deine Füße. Aber ansonsten, keiner schnüffelt an deinen da Füßen. Bin ich auch, also da habe ich dann versucht, auch ein paar geile Drohnenaufnahmen zu kriegen. Alles gut. Aber wenn du die Drohne in 3000 Meter Höhe starten lässt, das ist riskant. Also ich kann nicht empfehlen, wenn ihr Drohne fliegt oder gerne Drohne fliegt, wenn ihr schon auf 3000 Meter Höhe seid, und ihr fangt da an, die zu starten, ja, man da muss kriegt dazu ihr anders sagen, Angst. Wir hatten Sondergenehmigungen, diese Drohne zu steigen. Bitte geht jetzt nicht nach Engelberg und in den Grindelwald und nehmt die Drohne mit und sagt, Tinko und Schlo sind da auch geflogen. Wir haben von den Orten eine Sondergenehmigung gehabt, die Drohne zu fliegen. Fluggenehmigung und so weiter. Die gibt's informiert nämlich sonst nicht. Euch, ob, wie ihr dort, wenn ihr Drohnen habt oder sowas, wenn ihr an der Orte geht. Die darf man nicht überall da fliegen, wo wir sie geflogen sind. Informiert euch darüber, wo dürft ihr mit so einem Ding fliegen und wo nicht. Ne? Wir hatten komplett Sonderdrehgenehmigung und so weiter. Jetzt lass ihn doch. Aua, jetzt beißt du mich. Jetzt gehst du runter. Du bist aber eine Zicke heute, wirklich. Und du, lieb sein. Beide. Rosi, ärger ihn doch nicht. Ich will aber jetzt ihn ärgern auch. Ja, und das macht sie jetzt nicht. Lass den Opa in Ruhe. Geh runter. Rosi. Steh doch auf, dann ist es leichter. Husch. Alles gut. Keiner ärgert dich. Was, Droge? Nein, Drohne. Drohne, also ihr könnt auch Drogen fliegen lassen, aber das macht keinen Sinn. Nee, aber also im Großen und Ganzen war einfach krass, ne? Ja. Also Andy hat von mir einen Link bekommen. Da seht ihr nochmal ein paar Infos. Wo waren wir? Was kann man da machen? In welchen Gebieten waren wir? Bezüglich der Hotels muss ich euch sagen, ey, da müsst ihr selber wissen, wo ihr hingeht. Es gibt von ganz, ganz einfachen irgendwie nur Bett und Toilette über Luxuszimmer mit Spa-Bereich und Pool bis hin zu, und das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, wenn wir nochmal gehen mit ein paar Freunden, machen wir das, Ferienwohnungen mieten für 2, 4, 6, 8, 10 Personen, gibt's da halt irgendwie alles. Und gerade für Familien zu empfehlen, absolut. Aber dann würde ich mir einfach so eine Hütte mieten. Dann bist du selbst versorgt. Weil das Ding ist halt, und das muss man auch sagen, das Essen... Kiro, jetzt lass doch du Rosi in Ruhe. Was ist mit euch beiden? Das Essen auf diesen Hütten oben auf dem Berg. Guck mal, der Sack. Mein Gott, ihr zwei. Ihr wollt einfach streiten, oder? Naja. Das Essen in den Hütten oben auf dem Berg ist halt so typisches Hüttenessen. Ne? Es ist nicht super geil. Und ich glaube, wenn man sich eben in diesen Orten eine Ferienwohnung mietet, wo eine Küche dabei ist, kauft man sich morgens irgendwie frisches Brot, kauft sich irgendwie ein bisschen Wurst und Käse und macht sich ein paar Brote fertig für den Tag über, dann ist es einmal deutlich günstiger und deutlich leckerer. Oh, ihr zwei. Aber für Familien finde ich sehr zu... Familien. Achso. Wir haben Beispiel, aber heute beide auch irgendwie eine Wortfindungsstörung, oder? Ich lasse Drogen steigen. Drogen. Auf dem Titlis oben auf der Hälfte, wo der Trübsee ist, da gibt es zum Beispiel einen Bootsverleih, wo du dir einfach das Boot nehmen kannst und dann haben die da so ein Kästchen und pro Stunde wollen die 10 Franken. Läuft aber auch wahnsinnig gut. Und da kannst du mit der ganzen Familie dann auf den Boot, auf den See raus mit dem Bötchen oder eben zu den ganzen Wasserfällen wandern. Das ist wahnsinnig schön.
nur eiskalt, ne? Ich wollte einmal durch das Wasser, durch auf die andere Seite vom Wasserfall, weil ich mich nicht getraut habe, von Stein zu Stein zu springen, weil die sahen sehr rutschig aus. Also habe ich gedacht, ich warte durch das Wasser, es ist nicht so hoch. Aber es ist so kalt, ja, dass heftig. Das so weh tut an den Füßen. Heftig, ja. Dass ich das nicht gemacht habe. Also ich bin mit einem Fuß rein und dann stand ich da und dann willst du Halt kriegen und dann sticht das so richtig vor Kälteschmerz. Eine unserer Challenges hätte auch sein sollen, dass wir in den Trübsee springen. Ja, kannst du vergessen. Mit dickem Smiley dahinter und wir noch gedacht, was ist denn jetzt an einem Innenseespringen so schlimm? Das ist ein See, der aus dem Gletscherwasser kommt. Der ist halt eiskalt. Wir sind nicht reingesprungen. Ja. Das ist quasi das, was da schmilzt, macht den See. Und das ist kalt. Könnte nicht kälter sein. Noch kälter wäre Eis. Ja, also das war wirklich, aber das haben wir nicht gemacht, aber wir sind drauf gepaddelt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast richtig Farbe bekommen, also das sieht so aus, weil es so hell beleuchtet ist. Bei uns ist es nicht hell, bei uns ist es dunkel. Also viele sagen auch immer, der Stream ist zu dunkel, ihr müsst einfach eure Display-Helligkeit am Handy höher machen, wenn ihr auf dem Handy guckt, weil wir hier nicht so viel Licht haben. Ja, aber ich habe tatsächlich ganz gut Farbe bekommen. Ich pell mich auch. Ich habe eben gerade nur mein Ohr gepellt vor Sonnenbrand. Dein Nacken sieht richtig schlimm aus. Ja, weil man das unterschätzt. Also wenn du wenn ihr mal auf den Berg geht, ne? Cremt euch ein, das ist kalt, ihr kriegt das nicht mit, aber die Sonne verbrennt euch einfach. Knallt. Interlaken sind wir nur durchgefahren. Wer hat die Paddle-Challenge gewonnen? Na, rate. Erzählst du auch warum? Weil ich stärker und schneller bin. Ja, so ist das nämlich. Schlo meint, er hat verloren, weil ich ihn mit Wasser nass gespritzt habe durch das Paddel. Ich saß in einer fucking Jeanshose in dem Ding drin und du hast mir dein scheiß Wasser so durch die Luft geworfen, weil du gepaddelt hast wie eine Verrückte. Ja, ich wollte auch gewinnen. Hat ein bisschen gespritzt da hinten. Wärst du nicht hinter mir gefahren, wärst du vor mir gefahren, hättest du es nicht abbekommen. Wärst du also nicht langsamer gewesen als ich, sondern schneller. I did this. Nun klar. Ja. Ja, Katzen, wirklich. Ist doch klar, dass die Sonne in der Höhe mehr brennt, hättest du eigentlich wissen müssen. Ja, ich habe mir da keine halt Gedanken dran. Drüber gemacht. Ich habe gedacht, oh, ich fahre da hoch und guck mir da ein bisschen die Gegend an und komm wieder runter. Aber Karma war der Erste. Karma war so rot, der hat geleuchtet wie eine Ampel. Ne? Wenn der irgendwo lang gegangen ist, haben die Autos angehalten, weil die gedacht haben, ist rot, ich kann nicht weiterfahren. Absolut Wahnsinn. Huch, ihr seid ja schon live. Das ist nicht so ungewöhnlich auf einen Sonntag. Vielen Dank, Travis Baker, für 31 Monate Resub. Grisso, danke schön für 5 Monate Resub. Vielen Dank, Zed Flair, danke schön für den Prime Sub. Vielen Dank, Mgenne, für 8 Monate. Notary, danke schön für 20 Monate. Vielen Dank, Babyspy, danke schön für 4 Monate. Jal, danke für 39. Sascha, danke für deinen verschenkten Sub. Nicht Danger, danke für deinen verschenkten Sub. Terraground, danke für 18 Monate. Psyduck, danke für 17. Big Mac, danke für 9. Adam, danke für 9. Snoptop, danke für 25. Snipes, danke für deinen Prime Sub. Naginreed, danke für 27. Alex, danke für 6. Pedro, danke schön für 15 Monate Resub. Und vielen Dank, Peewee, für 6 Monate Resub. Danke euch. Wann werden die Videos von der Tour kommen? Ich wissen weiß, wir noch nicht. Also Karma wollte sie zur nächsten Woche fertig machen, dann schicken wir sie Tourismus Schweiz zur Freigabe und dann kommt es eben drauf an, wann die es freigeben. Das hoffe ich, dass das schneller passiert als der Omen Gaming Room. Rosi, was machst du hinterm Kühlschrank? Die ist heute aber auch. Rosi! Meine Fresse. Ey! Was machst du da? Hör auf, das zu machen. Wenn du die Kabel da frisst, ne? Dann fresse ich dich, dann gibt's heute Katze mit Nudeln. Was essen wir heute eigentlich? Katze apropos mit Katze Nudeln. Mit Nudeln. Wir wollten das Essen von gestern nochmal essen, das haben wir allerdings gestern Abend aufgesetzt. Das war aber lecker, oder? Das war so unnormal lecker. Ganz ehrlich, ich habe es gestern schon zum Chat gesagt, das könnte ich mir auch super mit veganem Hackfleisch vorstellen. Ja, machen wir demnächst mal. Das war so unnormal lecker. Was trinken wir? Tensing. Gibt's in Deutschland nicht. Die macht nur Scheiße. Ja, ja. Und das Oben-Video eigentlich noch. Du, ich bin mittlerweile ein bisschen
unmütig darüber, weil ich es halt scheiße finde, dass wir es so viel angekündigt haben, da einen ganzen Tag Zeit reingesteckt haben, das eigentlich echt geil geworden ist und es einfach nicht freigegeben wird. Es nervt mich, weil also das war halt irgendwie nicht Plan des Ganzen. Ja. Was findest du besser, Tenzing oder Synergy Tenzing? Ja, also oben war echt nice, hat super viel Spaß gemacht. Der Dude hat sich mega gefreut. Wir standen einfach bei ihm vor der Haustüre. Er macht auf, war total aufgeregt, weil er wurde aus seinem eigenen Haus halt einfach rausgeschickt. Wir räumen seinen kompletten Raum aus, bauen da mit oben zusammen ein richtig krasses Gaming-Setup rein. Ein richtig krasses Setup einfach rein. Mit wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Er hatte oben einfach über seinen, also vorher hatte er so einen winzigen alten, Bildschirm. 8 Jahre alten PC mit einem winzigen Bildschirm mit so selber einer LED-Leiste drum geklebt. Ja. Und wir haben die ganze Scheiße rausgeräumt aus dem Raum. Und er hat alleine sein neuer PC war, keine Ahnung, 9000 Euro oder so. Drei Bildschirme, Gaming-Stuhl, oben drüber so ein 144 Hertz 60 Zoll Panel oder so, also wirklich übelstes Setup tatsächlich. Ja, und wir haben ein geiles Video davon gemacht. Ja, aber das ist, wird nicht freigegeben. Ja, wird nicht freigegeben. Warum, weiß keiner, keine Ahnung. Wir haben einfach den ganzen Tag dort geschleppt und gemacht und getan und das wird einfach nicht, keine Ahnung. Weiß keiner, warum. Ja, ist halt... Aber davon gehe ich bei Tourismus Schweiz nicht aus. Atari, danke für deinen Support. Wir hatten danke für 32 Monate. Zwischendurch auch mit denen Kontakt. Die haben sich einmal wieder gemeldet, gefragt, ob alles gut ist. Auch als Schlo den Unfall hatte, haben sie sich sofort gemeldet und gefragt, ob sie irgendwie helfen können, ob alles in Ordnung ist. Also die sind super nett, super hilfsbereit. Und ich denke, da wird schnell eine Freigabe kommen. Ja, ich denke auch. Habt ihr nochmal gefragt, was damit ist? 5000 Mal, ja. Ja, immer wieder. Aber... Was willst du tun? Was hat sie denn? Was ist mit ihr? Ja, keine Ahnung. Sie hat irgendwie. Rosi! Habt ihr ein Bild davon? Nee, und wenn dürfen wir es euch nicht zeigen, solange es nicht von denen freigegeben ist. Boah, diese Thun-Witze. Die sind gut, ne? Aber es war schon sehr, sehr geil. Und wie gesagt, bezüglich unserer Reise, Andy haut euch nochmal den Link rein. Da findet ihr die ganzen, Gebiete, in denen wir waren, was wir so gemacht haben. Da gibt es auch Angebote. Da findet ihr alles Mögliche an Informationen. Vielen Dank, Lookit, für 18 Monate. Und wie gesagt, in der Hoffnung, dass es schnell freigegeben wird, bald das Video dazu. Ja, das wird echt insane. Rosi denkt sich, ich durfte Kiro nicht ärgern, jetzt ärgere ich euch. Ich glaube tatsächlich, ja. Thun, also wirklich Thun, da waren wir nicht. Sah aus wie Kleinitalien. Aber als wir nach Thun gefahren sind, dieser eine See, an dem wir da vorbei sind, der einfach aussah, als wäre es irgendwie ein Meer. An der Klippe und so. Also es ist so mit so kristallklarem, türkisen Wasser. Da, ich habe direkt Immobilienpreise geguckt. Rosi, was denn los mit dir? Weißt du selber nicht. Heißt der so? Der ist anders insane. Der ist anders insane. Also das sieht ja mal nur krass aus. Ne? Wenn du da ein Haus an diesem See hast, du stehst auf, du denkst einfach, keine Ahnung, Malediven. Ja, willst du jetzt auch nicht, ne? Ob es darin Thunfische gibt? Die Schweiz hat schon einige schöne Plätzchen, auf jeden Fall. Ja, ich würde mir gerne noch mehr angucken dürfen. Ja, was heißt dürfen? Wir machen auch. Wir werden ja, aber so, unsere freien Freitage Tourismus Schweiz nochmal sagt so. Ja, bin ich auch dabei. Nice, so weißt du, lass mal noch ein paar Orte zeigen, bin ich der Erste, der hier schreit, ne? Tourismus Dubai. Da wäre ich auch noch mit dabei. Quad-Tour durch die Wüste. Das wäre anders geil, ja. Das wäre... Besichtigung vom Burj Khalifa. Übernachten in der Wüste. Ob Tuni aus Thun kommt? Es gibt wahnsinnig viele schöne Orte in der Schweiz, die wir noch besuchen wollen. Für diejenigen, die so richtig Bock auf Action haben,
konnte man in beiden Orten auch paragliden. Also ich weiß nicht, ob es da Tandem-Gleitkurse, Sprünge gab, aber wahrscheinlich schon. Stimmt, ja. Das würde ich auf jeden Fall noch mal machen. Nee, aber also ich hoffe, dass die zufrieden sind am Ende mit unseren Vlogs. Ich hoffe, dass ihr mit unseren Vlogs zufrieden seid am Ende und sagt, ist nice. Und, ihr schreibt einfach alle bitte mehr davon drunter. Ich hoffe, dass Tourismus Schweiz sagt, ey, machen wir jeden Monat. Aber bitte ohne... Nein, das ist nicht jeden Monat, aber... Hinfallen. Ja, ohne... Ja, aber wie geil ist das? Und also das ist eine der geilsten Kampagnen gewesen, die ich bisher machen durfte für mich, weil wie geil ist das? Einfach so, ey, guck mal hier, pass mal auf, hier sind ein paar geile Orte, so geht euch mal diese geilen Orte angucken. Das ist halt einfach ja, und vor allem, also das ist ja das, was wir gesagt haben, was halt so mega schön ist. Viele von euch haben irgendwie Urlaub gebucht, konnten nicht hin, können nach wie vor nicht hin durch Corona, wollen aber ganz gerne raus. Und das ist halt mega geil zu sehen, dass man im Grunde genommen vor der Türe Orte hat, die halt traumhaft sind von der Landschaft, die entweder ruhig und ein bisschen gemütlich sind, wenn man das möchte, oder super actionreich und adrenalingeladen, wenn man das möchte. Und das ist halt was, gerade in der Zeit jetzt, wo man nicht mal eben irgendwo hinfliegen kann, ist das halt richtig cool. Vielen Dank, Stormer, für 30 Monate Resub. Primo, danke für 15 Monate Resub. Vielen, vielen Dank. Im Tessin. Ja, es gibt noch viele Orte, die wir uns angucken müssen. Ja. Woher kommt ihr denn hier, Schweizer im Chat? Kommt ihr aus Orten, die geil sind, oder ist bei euch scheiße? Aargau. Mein Beileid. Interlaken, ja, da sind wir durchgefahren. Basel, Aargau. Ach, der Royce, ja, ja. Der uns Zürcher so. Hat aber selber AG auf dem Nummernschild. Nix gegen Aargau hier. Nee, nee, wir wissen schon. AG, Achtung, Gefahr. Ja. So sieht's aus. Nee, Luzern ist toll. Ted hat so wenig Hirn. Egal, wir haben kein Abitur, aber Flex pur. Ende des Jahres geht's für 2 Wochen in die Schweiz. Ah, es ist wirklich schön. Simi, danke für 50 Monate. No Name, danke für 11 Monate. Hi, bin neu. Hi, bin schon länger hier. Hey, wir Aargau trennen euch von Basel. Good point, ihr müsst ja für irgendwas nützlich sein. Ja, wobei, Rosi, das ist eine Klimaanlage. Sitzt du auf dem Laptop? Warte mal, ich lock die mal mit irgendwas hoch. Willst du ein Leckerchen haben? Komm, wir gehen mal hoch ein Leckerchen essen. She's not impressed. Still not impressed. Still not moving. Still not impressed. Kiro kommt. Kiro hat Leckerchen gehört. Kiro ist auf dem Weg. Rosi nicht. Rosi sitzt noch. Sie guckt die Klimaanlage an. Oh, jetzt mach noch mal. Ja. Oh, sie kommt. Sie rennt. Wie alt sind die beiden Katzen? Der Weiße, der hier war, ist 16 und Rosi, die graue, große, ist 2. Und die kleinen Monster, die beide noch nicht da waren, werden nächste Woche Mittwoch kastriert und damit 6 Monate alt. Wird aber auch Zeit mit der Kastration jetzt. Absolut, Peter.
Was hast du studiert? Kommunikations- und Grafikdesign mit zwei Schwerpunkt Marketing. Eine Maine Coon Katze? Nein, die drei sind alles norwegische Waldkatzen. Das ist eigentlich eine Katzenschule. Musst du selber probieren, ihnen was beizubringen. Nicht so einfach. Wo hast du studiert? In Dortmund. Schreckliche Stadt. Wie alt können Katzen werden? Also im Schnitt 14 bis 16. Das ist schon alt, aber Katzen können auch 21, 25. Ich glaube, die älteste Katze der Welt wurde 30 oder so. Klickertraining. Klickertraining ist großartig, wenn man eine Katze hat, die auch mitmachen will. Kiro will nicht. Wurde 33. Die dürfen raus in den Garten, aber der Garten ist eingezäunt. Kommt ja drauf an, ob Hauskatze oder für draußen. Nicht zwingend. Wir haben, meine Mama hat zwei Katzen, die draußen sind, die 18 geworden sind dieses Jahr. Weil man meist oft sagt, man, wenn eine Katze draußen lebt, wird sie nicht so alt wie eine Katze, die drin lebt. Aber wenn du die Faktoren Auto und sowas rausnimmst, kann auch eine Katze, die draußen lebt, sehr, sehr, sehr alt werden. Es kommt aber drauf an, welche Katzenrasse es ist, weil gerade Norweger, Maine Coon grundsätzlich nicht so alt werden wie europäische Kurzhaarkatzen. Für 16 ist Kiro tatsächlich noch recht fit. Der ist dement. Habt ihr einen bestimmten Grund, warum ihr die Katzen kastrieren lasst? Weil es absolut unverantwortlich ist, eine Katze nicht zu kastrieren. Gerade dann, wenn die Katze Freigänger ist, finde ich, sollte es unter Strafe stehen, seine Katzen nicht zu kastrieren. Aber auch im Haus, wenn du nicht damit züchten willst, solltest du eigentlich deine Katzen kastrieren. Ich würde eher Katzen und Haustiere abschaffen. Stimmt mit dir nicht. Wie muss ich die Aussage verstehen? Not sure, aber ist eine Katze, die auch rausgeht, psychisch gesünder als eine Katze, die nur im Haus eingesperrt ist? Da musst du einfach unterscheiden, was bietest du dem Tier für ein Leben. Wenn du eine 30 Quadratmeter Butze hast und hast auf der 30 Quadratmeter Butze drei Katzen und keinen Kratzbaum, dann würde ich sagen, um Gottes Willen, bitte holt das arme Tier aus dieser Wohnung raus. Wir haben 200 Quadratmeter reine Hausfläche plus den Garten. Wir haben auf jeder Etage ein bis zwei Kratzbäume stehen, haben mehrere Klettermöglichkeiten, haben draußen den Bereich und ich würde sagen, dass unsere Katzen besser leben als manche Streunerkatzen draußen oder Hauskatzen draußen. Es kommt einfach darauf an, was man dem Tier bietet. Das ist das Gleiche, wie wenn du sagst, hey, der große Hund in der kleinen Wohnung, das ist voll die Tierquälerei. Wenn du mit dem Hund jeden Tag, weil du Förster bist, 12 Stunden draußen in der Natur bist, ist es für den nicht so schlimm, wenn deine Bude klein ist, in der er nachts schläft. Wenn du allerdings selbst einen kleinen Hund hast, den du den ganzen Tag in einer 100 Quadratmeter Wohnung alleine lässt und maximal den in den Garten rauslässt zum Pinkeln, dann ist das für den Hund schlimm. Also du kannst nicht per se sagen, diese Quadratmeterzahl oder das ist für einen Hund oder für eine Katze oder überhaupt für ein Tier gut oder schlecht, sondern wie gesagt, es kommt darauf an, wie damit umgehen. Wenn wir 200 Quadratmeter hätten, aber eine absolute Designerbude und die Katzen dürften nur auf dem Boden rumlaufen, nirgendwo hoch, hätten keine Kratzmöglichkeit, weil wir sagen würden, hier ist alles Design, dann wären 200 Quadratmeter furchtbar für die Katze. Aber wir haben, wie gesagt, 1000 Möglichkeiten, wo sie kratzen können, verstecken können, spielen können, hoch, runter können. Deswegen, es gibt keine Aussage, das ist die richtige Quadratmeterzahl, sondern beschäftigt euch mit den Bedürfnissen eures Tieres.
Hinzu kommt ja zum Beispiel auch die Rasse. Wir haben norwegische Waldkatzen, die einfach ein bisschen genügsamer sind. Ich würde mir niemals als reine Hauskatze einen Bengal holen, denn wenn man sich damit beschäftigt, ist das keine artgerechte Haltung. Und jetzt sitzen die Leute mit Bengalen da. Meinem Bengalkater geht's total gut im Haus. Und ich denke mir, hast du ein Laufrad? Weil wenn nicht, dann kann es ihm nicht so wahnsinnig gut gehen, weil der echt laufen muss. Und da sollte man sich einfach ein bisschen mit der Rasse des Tieres beschäftigen und gucken, kann ich dem das bieten, was die Rasse braucht. Manche Katzen wollen gar nicht wirklich raus, kommt immer auf den Charakter der Katze an. Kiro möchte nicht raus. Also Kiro geht in den Garten, läuft 10 Minuten im Garten und dann will er auch wieder rein. Und für ihn ist das Schlimmste, wenn mal die Tür zufällt und er nicht rein kann. Er will auch gar nicht weit weg. Woher habt ihr eure Kratzbäume? Von Rufi. Die sind aus Polen und sind die besten, qualitativ hochwertigsten Kratzbäume, die ich bisher entdeckt habe. Aber Bengalen sind ja mega schön. Ja, und das ist der Grund, warum sie so viele in Bengal holen, weil der so hübsch ist, ohne zu wissen, wie man ihn artgerecht hält. Alle Katzen oben. Also deswegen, wie gesagt, ihr Lieben, man kann nicht per se sagen, das und das und das ist richtig. Es kann halt auch sein, dass jemand eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat, nicht sonderlich groß, und er geht ins Tierheim und fragt nach einer alten Katze, die nicht mehr so viel Bewegung möchte. Und die Katze hat dann nochmal 2 wunderschöne Jahre eben bei demjenigen zu Hause, weil der sich viel drum kümmert. Und es ist für die Katze viel schöner gewesen als im Tierheim, auch wenn der nur 2 Zimmer hat. Also ihr könnt nicht pauschal sagen, das ist scheiße und das ist nicht scheiße. Was machst denn du jetzt hier? Wer kommt jetzt? Nur der kleine Teufel. Na komm. Hallo. Hallo, du Baby. Hallo, du Baby. Halbe Zoo. Nicht Danger, danke für deinen verschenkten Sub. Big Boys, danke für 15 Monate. Denk Shogiko, danke für 10 Monate. Monster Robin, danke für 3 Monate. No Name, danke für 11 Monate. Vielen, vielen Dank. Nochmal ganz kurz zum Thema von eben. Mhm. Was essen wir denn heute? Ja, ich weiß es nicht. Meine Freundin mag zwar Katzen, kann das aber nicht ab, wenn sie auf den Esstisch springen. Will ich auch nicht. Also ich möchte die Katzen weder auf dem Esstisch, noch möchte ich sie auf der Küchenzeile. Also ich liebe die Kleinen, aber es gibt auch einfach Bereiche, wo sie nicht hingehören. Für mich. Ja, finde ich generell nicht. Die Katze gehört nicht auf die Küchenzeile. Also. Außerdem finde ich das auch gefährlich. Ja, wenn die Katze lernt, euch darf jederzeit auf die Küchenzeile springen, ohne Probleme. Und was ist, wenn der Herd gerade mal an war und noch heiß ist? Also, weil ihr beizubringen, hier auf den Bereich der Küchenzeile darfst du und auf den anderen Bereich der Küchenzeile darfst du nicht, ist wieder schwierig. Ja. Was habt ihr heute eigentlich alle hinter mir? Oh, schnurr, schnurr. Hast du mal Hallo gesagt? Bekommen die Katzen ab und zu was vom Esstisch? Nein. Oder absolutes No-Go? Die Katzen bekommen Katzenfutter. Ja. In ihr Katzenfutterschälchen. Genau das. Ein Tier kriegt sowieso nichts vom Esstisch. Weil es sich ansonsten angewöhnt zu betteln und neben einem Esstisch zu sitzen und denkt, nice, da gibt's Futter. Und ganz viele Sachen, die ihr esst und ihr mögt, die sind halt... auch Wurst ist ganz oft mit Salz und irgendwelchen Gewürzen und sowas. Da wisst ihr nie, ob das alles gut für die Katze ist. Gebt der Katze Katzenfutter. Oder mal ein Hühnchen. Beim Metzger ein Hühnchen kaufen, das könnt ihr der Katze entweder roh geben oder ihr schmeißt das in kochendes Wasser. Nicht in Öl anbraten, bitte. Ihr schmeißt es in kochendes Wasser und kocht es durch und gebt es ihr dann, wenn es abgekühlt ist. Du hast Krallen. Und ich überall Katzenhaare jetzt. Barfen? Ja, können die machen.
Train, danke für 24 Monate. Unser Kater frisst drei Monate. Ja, ich würde denen gönnen, dass die sich mal einen Vogel fangen. Dieser dreckige kleine Arschvogel. Wir haben einen Vogel. Ey, wirklich, ich weiß nicht genau, was seine Mission ist. Aber der sitzt immer oben auf dem Zaun drauf und piepst die Wenn ganze das alles wäre. Zeit runter. Und dann ärgert er die Katzen. Der fliegt zwischendurch mitten auf den Rasen. Na, und dann schwebt der so einen Meter über denen und flattert ganz wild und piepst sie an. Ja. Dieser Arsch, wirklich. Ja, und als ob er das wüsste, der weiß das. Und die versuchen halt dann irgendwann, wenn der oben auf dem Zaun sitzt, versuchen die halt hochzuspringen, um sich einen Vogel zu holen. Und dann fliegt er weg, fliegt er irgendwo anders hin und piepst wieder runter. Als wenn er die ganze Zeit sagen wollen würde, ihr kleinen Idioten, ihr kriegt mich sowieso nicht, weil ich kann fliegen. Wenn die den irgendwann reißen, ja. Dem wünsche ich, dass er da irgendwo dagegen fliegt und runterballert und sie fressen ihn. Mit diesem Vogel, der die ganze Zeit die Katzen ärgert. Was ist denn los mit dir? Das tut weh. Geboren im Vogel eines Körpers. Körper eines das Vogels. Das tut weh. Im Vogel eines Körpers. Genau, im Vogel eines Körpers, Tuni. Ja, wenn sonst nichts ist. Ja, Fliegen sind dazu gemacht, dich abzufacken. Oder? Also, ich hätte kein Problem mit Fliegen, wenn die einfach irgendwo rumfliegen würden oder sich irgendwo hinsetzen würden oder sonst was. Aber eine Fliege... Die muss sich ja grundsätzlich auch anfliegen. Bierkasten, da. Was? Vielen herzlichen Dank für 50 Subs in die Community, Mann. Dankeschön. Haut mal ein paar Bomben in den Chat. Auch die gerade einen Sub von Bierkasten bekommen haben. Vielen herzlichen Dank, Mann. Das sind fucking viele, Alter. Dankeschön. Was macht ihr? Spielen. Und das Sofa kaputt. Du wolltest es doch eh nicht mehr. Nee, ich will auch ein neues Sofa haben, aber ich weiß noch nicht, was für eins. Aber das hier soll raus. Das ist so ein Scheiß-Sofa. Vielen, vielen herzlichen Dank, Bierkasten, für 50 Subs, Mann. Dankeschön. Chris, danke für 10 Monate Resub. Hi, Schlo. Aua, das ist meine Hose, das tut weh. Schlo-Hüpe. Die sind irgendwie... Die gehören kastriert. Ja, die gehören. Wirklich dringend. Dringend kastriert. Mittwoch. Vielleicht hat der Vogel ein Nest irgendwo. Naja, aber der provoziert halt ja, hart. Ja. Also wirklich, das ist nicht diese Nestbeschützung, sondern es ist wirklich, die sind bei uns auf der Terrasse und liegen da in der Sonne und machen gar nichts und er fliegt absichtlich an und quietscht sie an. Irgendwann packen die den. Ja, ich hoffe. Es ist selber schuld. Ich hoffe. Tuni. Schon kannst du ja immer komplett neu beziehen. Mhm, danke dafür. Ey, Karma, hast du den Prolog gezockt eigentlich? Für gleich? Zock den Prolog und auch diese Nachtmission, ne? Bis du nachts das erste Mal da weglaufen musstest. Was gibt's denn nun zum Essen? Wissen wir immer noch nicht. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wird wohl wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir was bestellen. Döner. Schon wieder Döner. Ja, was willst du sonst bestellen? Ja, stimmt. Ein alleine spazieren? Nein, das machen wir nicht. Sie sind nur bei uns auf dem Grundstück und bei uns im Garten. Den Vogel, ja. Den Vogel. Schön geil, Gyros-Teller. Wenn es hier irgendwo einen Griechen gäbe, bei dem wir bestellen könnten, würde ich das sofort tun. Der Gleit ist tun. So geil. Ich habe letzten Sonntag gekauft, mit Evil die Woche durchgezockt. Mir ganz ehrlich, es ist eines der besten Spiele, die hier, also für mich ist es sogar das beste Spiel oder zumindest zu den Top 3 besten Games für mich gehörend. Wenn wir Gemüse auch da hätten, würde ich einfach eine Soße machen mit Reis und Gemüse. Aber wir haben noch nicht mal Gemüse da. Ne? Wir haben gar nichts da. Nee. Dying Light. War sonntags nicht Knaller. Hühnchentag. Ja, wir haben unseren Hühnchen so ein bisschen übergessen. Vielleicht essen wir einen Thunfisch. Nein. Wie war eigentlich die Serie gestern noch? Komplette Scheiße. Ja. So eine komplette Müllserie. Die fängt an
musst du dir vorstellen, eigentlich ganz cool, so, er weiß gar nicht, was abgeht und ne, dann kommt er da in diesen Orden rein und erfährt so langsam, was abgeht und dann zieht er sich dieses Hemd an und dann verschmilzt das Hemd mit seinem Körper, damit er unsterblich wird und unbesiegbar wird, dann zieht sie von diesem Ordenbeschützer-Dudes, zieht einfach eine Knarre und ballert auf ihn und die Kugel geht einfach kaputt, weil das Hemd in seinem Körper jetzt drin ist und er damit unbesiegbar ist. Das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Wieso hypen das alle so und wieso hat das 4 Staffeln? Das ist so ein Müll. Keine Ahnung, warum das 4 Staffeln hat. Also augenscheinlich scheint irgendeiner an diese Serie jetzt zu glauben. Aber ja, als die 4. Staffel jetzt rauskam, habe ich auf Twitter ganz viel gelesen. Boah, hier, endlich. Und ich denke, ja, oh, der kann sich dann noch einen Ring anziehen und ein Zaubermesser in die Hand nehmen. Damit kann der andere unsterbliche Leute besiegen. Es ist so ein Schwachsinn. Wird später besser. Wir haben mal wieder nichts, was wir gerade gucken können. Also ich höre ein neues Hörbuch und bin begeistert davon. Wieder so ein Ernährungsdings. Vielleicht gucken wir Ernährungsfilme. Ja, wäre vielleicht was. Ernährungsserien. Ich habe die Rezession gelesen, die so völlig unfähig, die Frau sagt, jeder kann abnehmen. Da saß wieder eine davor, die sagt, geht nicht. Und die sagt halt knallhart die Wahrheit. Und das ist richtig gut. Ich laufe und lache bei einem Ernährungshörbuch. Ich muss wirklich zwischendurch lachen. Was ist jetzt eigentlich mit dem Dating-Game? Ich warte immer noch. Ja, müssen wir irgendwann machen. Ja, wie heißt das Buch? Also ich empfehle euch als erstes Hörbuch, wenn ihr ernährungstechnisch was hören wollt, den Ernährungskompass zu hören. Und wenn ihr den Ernährungskompass gehört habt, wirklich, hört den davor. Danach, wie heißt das? Fettlogik. Das Buch Fettlogik. Aber ihr solltet zuerst den Ernährungskompass hören und danach Halbe Fettlogik. Chat denkt sich erstmal einen Döner. Hast du schon? Aber Fettlogik ist wirklich Peaky Blinder gut. Geschaut? Haben wir Peaky ja. Blinder geschaut? Was war das? Das war... Sag mir was, aber... Ja, spielt in, ich weiß nicht, wo die noch mit Pferdekutschen rumreisen. Diese Brüder. Haben wir angefangen, haben wir wieder aufgehört. Okay. Fettlogik ist ein tolles, ist ein großartiges Buch. Aber wie gesagt, ich würde zuerst den Ernährungskompass empfehlen. Es ist immer witzig, wenn dann Leute irgendwie schreiben, darauf lasse ich mir meine Mexican Pasta schmecken. Weil Leute immer davon ausgehen, dass Ernährung heißt, dass du sowas wie Pasta oder Käse oder sowas nicht mehr essen darfst. Und das ist so Schwachsinn. Wenn du eine ordentliche Ernährung hast, darfst du auch eine Pizza essen und du darfst auch Pasta essen und du darfst auch Schokolade essen. Auch im Köftespieß? Auch im Köftespieß. Ohne Soße. Wie war das mit Soße? Ohne Reden. Aber hab gehört, wenn man sich den holt, kann sein, dass man Corona bekommt, weil keiner eine Maske trägt vor dem Laden. Das Spiel von gestern war Ori. Ori and the Will of the Wisps. Snowpiercer ist echt gut, haben wir auch angefangen und aufgehört. Schlo und ich sind ein bisschen pingelig, was Serien angeht. Ja, tatsächlich. Sind auch alle so begeistert von Dark. Ich gucke gerade aus Verzweiflung iZombie, weil ich weiß, dass das einfach nur trashiger Scheiß ist. Und dabei kann man gut einschlafen, also, man du verpasst nichts. Wenn die Serie offensichtlich trashiger Scheiß ist und du weißt, dass du dir trashigen Scheiß reinziehst, dann ist das okay. Wenn sich aber allerdings was ernst nimmt und kein trashiger Scheiß sein will, aber dann am Ende trashiger Scheiß ist, dann bist du abgefuckt. Wisst ihr, was ich meine? Und iZombie... Brooklyn Nine-Nine haben wir durch. iZombie ist halt einfach offensichtlich komplett trashiger Scheiß. Shadowhunters ist der trashigste Scheiß ever und der ist so trashig, dass man ihn nicht mehr angucken kann. Die neue Staffel Modern Family war echt gern. Modern Family ist sowieso... Das Ding ist halt einfach, ich liebe Modern Family, weil ich mich mit einem der Protagonisten einfach maximal identifizieren kann. Deswegen liebe ich das. Ja. Also wenn... El Bundy mich adoptieren würde, wäre für mich okay. Ja.
So, ihr Lieben, ihr könnt aufhören. Wir kennen Arrow, wir kennen Blacklist, wir kennen The Witcher, wir kennen Mentalist, wir kennen alles. Also wir haben selber Netflix und wir kriegen selber mit, was da gerade so die Top-Serien sind. Wir haben ganz viel davon geguckt und finden ganz viel davon nicht gut. Wir haben einfach andere Meinungen. Wenn es jetzt hier drin steht, wo ich gerade sage, bitte schreibt es nicht noch alle einmal. Supernatural ist so ein Beispiel. Fing toll an, wurde der crappigste Scheiß ever. Mir fing aber richtig gut an. Fing sehr gut an und dann wurde es nur noch dumm. Deswegen, ihr Lieben, wir haben gefühlt überall schon mal reingeguckt. Lenitz, danke für 6 Monate. Lukuro, danke schön für 11 Monate. Evilbender, danke für 22. Olbisi, danke für 11 Monate. Samuan, danke für 4 Monate. Schinkenbaguette, danke für 7 Monate. Xneman, danke für 31. Chris, 44 Monate. Dankeschön. Vielen, vielen Dank euch. Lock and Key fand ich zum Beispiel wieder gut. Ich fand's auch gut. Aber das ist einfach... Aber das ist natürlich Geschmackssache. Also einer schreibt, der fand's schlecht, aber... Ich fand's sehr gut. Lock and Key fand ich insane, weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, ich will auch so Schlüssel haben. Ne? Ich will vor allem diesen Schlüssel haben, wo du so eine Tür aufschließt und bis an einem Ort, den du dir vorstellst, boah, der ist dann halt hinter der Tür. Ich würde jeden Abend nach dem Stream, hallo, ich würde meinen Stream ausmachen, aufschließen, auf einer Insel auf den Malediven rauskommen, den Abend ausklingen lassen und am nächsten Tag wieder mit diesem Schlüssel nach Hause. Insane. Ja. Oh. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Erinnerungsvermögen. Ich weiß. Du kennst das. Ja, ich weiß. Ja, ich werde auch irgendwann Alzheimer kriegen. Du wirst mich jeden Tag daran erinnern, dass du mich liebst und ich dich liebe. Und das ist tatsächlich was, ich hätte gerne einen Schlüssel, um in meinen Kopf zu gehen, weil meine Schwester mir immer von Dingen erzählt, wo unser Opa mit uns früher irgendwie Ausflüge gemacht hat. Ich weiß davon nichts mehr. Ich weiß davon überhaupt nichts mehr. Und das ist manchmal super traurig, weil dann sitzen irgendwie alle zusammen und erzählen von Sachen, die man früher gemacht hat. Und ich denke mir, echt? Das haben wir mal gemacht? Und das ist traurig, es ist super traurig, es ist auch ein bisschen beängstigend manchmal, auch weil, also auch Dinge, die wir zwei schon gemacht haben, wo Schlo sagt, Schatz, das haben wir letztes Jahr gemacht und ich denke mir, echt? Ja, ich bin der Schlo. Mach dich drüber lustig. Und ich würde wahnsinnig gerne einen Schlüssel haben, um in meinen Kopf zu gehen und Dinge anzugucken, die... Da ist nicht viel drin. Das ist einfach nur eine Turnhalle. Ja, ich mache wenigstens Sport, was mit dir? Bezüglich der Jobs heute Abend gebe ich euch nachher, wenn ich nach vorne gehe, nachdem wir am Sofa mit quatschen und so, gebe ich euch einen Link. Wir machen das auch als Befehl. Ich schicke das einmal Andy nachher. Da könnt ihr euren Twitch-Account mit Ubisoft verbinden und während der Pressekonferenz bekommt ihr Jobs. Ja, war Radfahren, also das nicht muss reichen. So Jobs wie bei irgendwelchen diversen Games, die es gegeben hat, so hey, vielleicht kriegt ihr nicht, sondern wenn ihr euch mit mir die Pressekonferenz reinzieht, bekommt ihr safe diese Jobs, wenn ihr da seid, quasi. Dafür, dass ihr euch das reinzieht. Was das genau ist, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Vielleicht ist es kacke, vielleicht ist es geil. Ihr bekommt auf jeden Fall Jobs. Wann ist die PK? 20 Uhr fängt irgend so ein Pre-Show-Gedöns an. Dann irgendwie 20:45 oder 21 Uhr geht's los. Wir sliden da ab 20 Uhr rein quasi und geben uns dann 1:45, 1:50 geben wir uns die Neuigkeiten, die Ubisoft so auf dem Plan stehen hat. Und ich bin gespannt. Ich bin, Watch Dogs 2 haben wir angespielt und das war ganz cool. Also Watch Dogs 3 haben wir angespielt, ja. 3? Ja. Den Schweinemasken. Ja, das war tatsächlich im Vergleich zu den letzten Watch Dogs. Ja, genau, richtig. Watch Dogs 2. Das war, weil 2, ich die alte Oma beispielsweise sein konnte. Das ist geleakt als Drop schon. Ja, ihr bekommt alle, wenn ihr mit mir die PK schaut und das verbunden habt, bekommt ihr alle Watch Dogs 2 for free. Nicht Jobs, ihr Lieben. Drops. Drrr. Drops. Der Drops ist gelutscht, nicht der Job. Und heute Ori, ich würde gerne nochmal reingucken, aber ich weiß nicht, wir hatten gestern kurz wegen Segeln gesprochen, ob wir jetzt heute segeln, ansonsten mache ich Ori nachher noch ein bisschen. Ich spiele Dying Light mit Karma. Richtig Bock drauf. Da sind Zombies, das ist nichts für mich. Ich hab da so Bock drauf, ich freue mich jetzt schon. Der Grind gestern war schon anders real. Für Konsole auch, weiß ich nicht, seht ihr dann. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir uns heute Abend Ubisoft PK angucken
Und ich bin ein bisschen aufgeregt auf neue Titel, weil bisher fand ich die Lineups teilweise okay. Also muss sagen, PS5, also die Sony PK habe ich natürlich sehr gefeiert. Mehr wegen der neuen Technik anstatt der neuen Titel. Und bei Ubisoft hoffe ich ein bisschen auf Titel. Das Ding ist ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir was zu Assassin's Creed sehen werden. Aber reicht es hier im Chat zu sein oder sollte man es selbst offenbaren? Hoffe ich, also denke ich, weil ne, da wurde ja schon ein großes Tram-Tram drum gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass wir was, wenn die schon Watch Dogs 2 gratis verteilen, dass wir was zum neuen Watch Dogs sehen werden, was ich selber schon spielen durfte damals. Und alles andere bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gespannt drauf. Ja, Far Cry würde ich mich ausziehen. Don't do it. Wird mir so warm werden, dass ich mich einfach ausziehen würde. Mach's nicht, du siehst aus wie eine schuppige Echse. Ich bin ja auch Reptiloid. Also, ich bin super gespannt. Hyperscape, ja, das ist doch Schrott. Also, I'm sorry, guys, aber das ist doch Schrott. Das ist dieses neue Battle Royale in Quake-mäßiger Schnelligkeit, oder? Wo der Twitch-Chat die ganze Zeit so ein Riesenfenster in die Fresse bekommt, wo ihr dann was anklicken müsst. Nicht, weil ihr eigentlich das Spiel beeinflussen wollt, sondern eigentlich nur, weil ihr dieses Fenster nicht mehr sehen wollt. Ach komm, also. Keine Ahnung, ich weiß nicht, feiert das einer? Ich finde das übel kacke. Splinter Cell? Boah, Splinter Cell wäre auch eine heftige Nummer. GTA 6? Ja, bei Ubisoft natürlich. War das nicht der Running Gag überall, dass alle gesagt haben, ständig GTA 6? Leute, die Digger schreiben. Ich finde ja Leute, die Digger sagen, schon schwierig. Das sage ich auch manchmal. Aber Leute, die Digger schreiben. Ophineta, danke für 36 Monate. Zazrik, danke schön für 20 Monate. Daniel, danke für 20 Monate. Vielen lieben Dank. Desert Rain für 26. Odin, danke für 13. Bordermafia, danke für 19. Vielen, vielen Dank. Digger. Was los, Digger Armer? Hättest du generell von den Features Zuschauer in ein Streamspiel eingreifen können? Ach, ich finde das bei manchen Spielen ganz cool. Ja. Aber auch. Eher bei so Fun-Spielen, gegeneinander, miteinander und so. Ich finde das interessant bei Denken. Nee. Detroit Become Human. Wo es ja jetzt eine PC-Version gibt, wo der Chat wohl voten kann. Das würde ich mit euch gerne nochmal spielen. Und würde das gerne nach euren Entscheidungen spielen. Weil ich hab's ja schon durch. Ich glaube, dass das sehr witzig sein kann. Gibt auch Beyond Two Souls für PC? Ja, aber Beyond Two Souls finde ich... weiß ich nicht. Reicht es denn hier zu schauen für die Jobs? Ja. Genau. Einfach heute Abend hier schauen, ab 20 Uhr. Und den Link zum Verbinden von Twitch und Ubisoft, den gebe ich euch gleich, wenn ich vorne am PC bin. Dann könnt ihr das einmal connecten. Wenn ihr heute Abend um 20 Uhr hier schaut, bekommt ihr während der Konferenz irgendein Stuff, keine Ahnung was. Ob gut, ob nicht, seht ihr dann, weiß ich nicht. Gibt es sowas wie einen Sendeplan, wann du welchen Charakter in GTA spielst oder immer random, wie du Bock hast? Ich mache grundsätzlich auf Twitch random, wie ich Bock habe. Auch Stuff generell, was ich spiele, welches Spiel ich spiele, wie ich gerade Lust habe. Tatsächlich. Du musst auch Lust darauf haben. Also das wird hier auch immer wieder gefragt und ich habe auch schon mal versucht, weil die Leute gesagt haben, Mensch, es wäre so schön, wenn es mal einen Plan gäbe, wann was kommt. Aber dann sage ich, hey, heute Abend machen wir RP. Und mir ist überhaupt nicht danach. Oder ich sage, ich mache heute Abend im RP Helga und mir ist gar nicht danach. Und gerade Helga ist so ein Charakter, da muss ich richtig Bock drauf haben, um auch dieses flapsige
zu können. Und wenn ich dann keinen Bock drauf habe und ich mache es auf Krampf, weil ich es da reingeschrieben habe, dann wird es scheiße. Und dann habe ich auch sehr schnell keine Lust mehr zu streamen und mache sehr früh aus. Und deswegen ist das so ein Ding. Ja, ich sag manchmal, nächste Woche will ich unbedingt das und das Spiel mal spielen. Und dann ist mir die ganze Woche nicht danach und dann mache ich es halt nicht. Und da sind immer, aber du hast gesagt, dass oder im Titel steht, später kommt. Das mache ich so selten mittlerweile, dass ich reinschreibe, später kommt. Weil, hey, vielleicht ist das Spiel, was ich angefangen habe, so krass, dass es mich so sehr fesselt und es auch euch so viel Spaß macht, dass ich das lieber den kompletten Abend spiele und nicht mehr wechsle. Niklas, danke für 12 Monate. Was heute mit Ubisoft? Wenn bin gerade gekommen, Pressekonferenz heute zwingen. Abend. Sehen die Spiele von morgen. Gestern war das bei Dying Light auch schrecklich, durchgehend Fragen nach RP. Ja. Dabei ist Dying Light, jetzt mal ganz ehrlich, Dying Light ist doch die Abwechslung mal. Holy fuck, das Game ist einfach eine 12 von 10. Ist viel schöner. Das Game ist einfach eine fucking 12 von 10. Ich habe aber was anderes, was ich euch teasern kann. Ja, der ein oder andere freut sich auf die Streams, die diesbezüglich kommen werden, bin ich mir sicher. Ich habe etwas bestellt vor einer sehr langen Zeit und das, was ich bestellt habe, ist nicht lieferbar gewesen. Die ganze Zeit ausverkauft. Corona, Lieferschwierigkeiten, alles. Ich habe eine E-Mail bekommen letzte Woche, in der stand, dass meine Bestellung ausgeliefert werden kann, ob ich es bezahlen möchte. Ich habe gesagt, ich möchte es gerne bezahlen. Ich habe es bezahlt. Moment, können wir mal ganz kurz? Der genaue Ablauf war ungefähr so. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und wir waren richtig, richtig platt und wir sind schon um 10 ins Bett. Und es war du so hast diese nur eine bestimmte Zeit, deinen Pre-Order zu bestätigen und ich habe die E-Mail sehr spät gelesen. Und ich lag im Bett und kennt ihr diese Phase, wo ihr gerade so in den Schlaf driftet? Also ihr habt euch, ich war gerade so am und dann, Schatz! Was? Die Adresse deiner Mama? Wo wohne ich? Moment, wo bin ich? Ich bin hier. Wo wohne ich? Da und da. Okay, cool. Wieso? Was ist denn los? Ja, ich kann ja endlich das und das bestätigen. Was? Hä? Was? Um die Uhrzeit? Das war... Ich war durch. Seit gestern, allerdings noch nicht hier, weil liegt noch in Deutschland, bei meiner habe Mami. Ich eine Valve Index liegen. Endlich. Finally hat es eine Valve Index zu mir geschafft. Die liegt gerade bei ihrer Mama. Wir müssen halt gucken, wann wir die in Deutschland abholen können. Aber ich habe eine Valve Index in Deutschland liegen. Das heißt, wir können den ganzen Stuff, den wir die ganze Zeit aufgeschoben haben, ne, hier mit dem Festhalten, diese Games, wo du halt da so greifen kannst und I don't know, den ganzen Stuff können wir endlich fucking finally nachholen. Gibt's eigentlich mittlerweile für VR Handschuhe statt diese blöden Controller, dass du einfach deine Finger wirklich bewegen kannst? Du das kannst, wäre halt voll geil. Das ist ja mit dieser Brille, deswegen wollte ich die doch unbedingt haben. Du kannst jeden einzelnen Finger bewegen. Ah, echt? Ja, also okay. Das sind keine Handschuhe, aber die tracken deine einzelnen Finger. Du musst richtig greifen und so auch. Das ist eine ganz andere Welt. Mit 35 zu alt, hör mal, bestes Alter. Hab übrigens heute herausgefunden, dass wir hier ein Freibad haben und dass ich ungefähr eine Stunde zum Freibad laufe. Also werde ich am Dienstag eine Stunde zum Freibad laufen, schwimmen gehen und wieder zurücklaufen für meinen Sport. Hup, hup. Es gibt Handschuhe mit Force Feedback. Okay. Ja, also die Valve Index ist einfach die beste VR-Brille. Und ich habe auch schon alles ready gemacht, als ich hier verkabelt habe und sowas. Habe ich alles so ready gemacht, dass ich die nur noch an den anderen Rechner anschließen brauche. Ich switche auf den anderen PC und wir können direkt starten. Ich brauche nur die Brille. Ich habe halt die Sensoren hängen auch. Die sind auch angeschlossen jetzt. Die waren die ganze Zeit nicht angeschlossen. Die sind angeschlossen. Leuchten, alles in Ordnung, alles fertig. Ich brauche tatsächlich nur die Brille anstecken, installieren und Abfahrt. Mit einem extra VR-PC? Ja, genau. Also mein anderes Setup dient als VR-PC. Ihr habt mich wieder aufgebaut. Hör mal, ich bin auch 35, bestes Alter. Guck mal, hier schluckt der alte Sack. Ich habe super viel Hunger, weil wir so früh aufstehen im Moment. Ich habe so Hunger. Wird schön für dich. Du weißt, dass du ab Montag 10 Wochen lang auf dich allein gestellt bist. Ja, ist okay. Aber ich habe jetzt Hunger. Tinker nicht eher 20, um Gottes Willen.
Ja, was? Ich glaube, ich habe Bock, mit einer 20-Jährigen zusammen zu sein oder was? Was soll ich mit der machen? Mit einer Barbie-Puppe die Haare kämmen, oder? Schlo war nie 20. Als er 20 war, hat er mit Lego Bilder ja, nein, aber gespielt. Die ist doch gerade mal aus dem Ei geschlüpft. Überleg mal, du bist 15 Jahre älter. 20. Wieso Schlo auf sich allein gestellt? Aber weil Tinker so eine Ernährungsumstellungsgedöns-Dings macht. Weil Schlo fast 50 ist. Naja, so schlimm ist es nicht. Warum 10 Wochen alleine? Weil sie auszieht. Wir probieren es mit einer räumlichen Trennung. Nein, ich esse die nächsten 10 Wochen ganz krass und das will Schlo nicht mitmachen. Nee. Döner. Da wird Schlo nicht glücklich. Ich fahre jeden Tag zu Iverdis. Mach das. Ja, ich gehe Eis essen. Viel Spaß, Flo. Lass dir schmecken. Krass Döner. Viel oder krass wenig? Krass wenig. Ich werde die nächsten 10 Wochen jeden Tag ein Kaloriendefizit von 1000 bis 1500 anstreben. Nicht gesund. Stimmt nicht. Das hast du mir immer wieder gesagt. Ja, hatte ich Unrecht. Ich mach's aber auch. Da hast du mir jeden Tag vorgehalten. Ja, aber so wie du es gemacht hast, war es halt auch einfach ungesund, weil du einen krassen Mineralstoffmangel hattest. Ich habe aber 17 Kilo abgenommen. Ja. Ich mach's in ärztlicher Begleitung mit den Nährstoffen, die ich brauche. Sindra, danke für 19 Monate. Vielen Dank, Sifreud, für 13 Monate. Vielen für die Dankeschön Erfahrung für oder fürs körperliche Wohlbefinden. Zwegert, danke für fürs Abnehmen. Also ganz offen und ehrlich, in erster Linie, um die letzten paar Kilo noch runterzukriegen. Abnehmen, ja, das ist das, wo mein Gewicht verliert. Wasserfasten ist nicht meins, gar nicht. Und auch da Wasserfasten, also gibt es natürlich auch... wo man Ernährung, also ja, gib Liz einfach die paar Kilo von dir. Zusätze hat, aber die kann die gebrochen, die wiegt dann nur 10 Kilo. Toni kann auch was abnehmen, die wiegt auch nur 10 Kilo. Hast du das gesehen? Da macht die, ey, da wollte ich erst drauf antworten, ne? Aber ich habe gedacht, das kann ich nicht bringen, das wäre ein zu makaberer Witz und nachher nimmt den einer. Da postet Toni auf Instagram, da wurde die irgendwie eingeparkt oder was und die hatte nur so viel Lücke. Und sagt, ja, ich bin da einfach rausgekommen. Und ich denke, ja, klar, weil du halt auch nur 10 Kilo wiegst. Natürlich bist du da rausgekommen. So eine Spalte. Bis zum nächsten Auto. Und ich denke, ja. Nee, Berner, ich habe einen Grundumsatz von ca. 1500 und komme aber mit Fitnessstudio und Laufen auf ungefähr 1000, die ich noch on top draufsetzen kann bezüglich Bewegung etc. Das heißt, ich kann am Tag ungefähr 500 bis 1000 Kalorien essen. Also nichts. Kann man sowas einem Arzt vorschlagen und selber machen. Also ich habe dafür einfach einen Sport- und Ernährungsmediziner rausgesucht, mit dem ich das zusammen mache. Karma, wie weit bist du in deinem Leid? Fühlst du dich denn so unwohl, wie du jetzt bist? Na, glaubst du, wenn sie sich wohl, also wenn du dich wohl fühlst, dann willst du ja nicht abnehmen, oder? Also es war bei mir auch so, wo ich auf 97 Kilo war, kurz vor 98 Kilo habe ich einfach darum gesagt. Darum geht's nicht. Also ich fühle mich nicht unwohl. Mir geht's momentan besser denn je durch viel Laufen und so. Aber es sind halt einfach irgendwie, ich habe jetzt schon ein bisschen was abgenommen, aber ich will und das hat mir auch keiner zu sagen, ob er das für zu viel oder zu wenig oder richtig findet oder ob er mich in Ordnung findet oder nicht. Ich persönlich möchte für mich 10 Kilo Fett runterkriegen und das sind eben 7000 Kalorien, das ist ungefähr 1 Kilo Fett. Ich muss ein bisschen mehr abnehmen, weil mir bewusst ist, dass ich Wassereinlagerungen loswerden werde. Ich werde versuchen, durch eben diese Ernährungszufuhr und Proteine nicht am Muskel abzunehmen, um dann eben Muskelmasse wieder ein bisschen on top obendrauf zu kriegen. Ist Katze da? Oh, Fred. Ja, Bewegung an der Haustür, aber es ist Fred gewesen.
Und da gehe ich von ungefähr 10 Wochen. Pro Woche 7000 Kalorien, ist ein Kilo. Es ist kalt hier drin, oder? Ja, es ist, deswegen habe ich einen Pulli angezogen, weil ich von vornherein wusste. Ja, ja, aber es guck ist mal, gar nicht so kalt eingestellt. Die steht auf 25 ja. Grad, aber hier ist einfach kalt drin. Ich mache die mal. Wie kann denn 25 Grad kalt sein? Ich immer schwer tue damit. Ja, es ist wirklich, also tatsächlich würde ich jetzt gerne noch einmal reinhauen. Es gibt so ein paar Ziele, die ich habe, die ich schneller erreichen will. Ich dachte immer, es wäre ungesund. Ja, ich aber dachte, 27 Grad ist doch übel warm. Ich habe tatsächlich auch immer an diesen Mythos von kaputtem Stoffwechsel und bla geglaubt. Aber durch das, was ich in der letzten Zeit gelesen und gehört habe, dazu auch nochmal die Quellen überprüft habe, sehe ich es jetzt einfach anders und habe mich eben dazu entschieden, ab Montag damit zu starten. Und das wird nicht einfach, das wird hart, aber ich glaube, ich kann das durchhalten und ich bin mal gespannt. Habe ich schon erwähnt, wie viel Hunger ich habe? Hast du keinen Hunger? Doch, aber ich werde mich schon mal darauf vorbereiten, dass ich in nächster Zeit viel Hunger haben werde. Wollen wir gleich einen Döner bestellen? Ja, aber erst auf um 6 rum. Ja. Wollen wir gleich einen Döner bestellen? Ja, um 6. Wo ist das gleich? Mit ausreichend Protein klappt das aber auf Dauer nicht gut. Deswegen soll es auch nicht auf Dauer sein. Also mir ist schon bewusst, dass ich nicht in den Bereich kommen darf, ich geh mal kurz gucken, ob ich irgendwas finde, wo mein Körperfett in den kritischen Bereich kommt. Aber bist du gerade hingefallen? Hast du Tipps zum Zunehmen? Ach, das ist halt auch so ein Ding. Ich lese halt immer wieder... Ich esse alles und ich nehme überhaupt nicht zu. Und das Ding ist, iss einfach mehr, als du verbrauchst und du wirst zunehmen. Und dann kommen die Leute, die sagen, ja, aber ich esse hier eine ganze Pizza. Das Einfachste ist, du nimmst dir ein Programm, mit dem du Kalorien tracken kannst. Du rechnest dir einmal auf, gibt's im Internet, gibt's Rechner für wie viel Kalorien ist dein Grundumsatz, ohne sich groß zu bewegen. Und dann guckst du einfach mit dem Tracker, dass du mehr isst, als was du verbrauchst. Und da gibt es auch dazu gibt es Forschungen, auch dazu gibt es Belege von Leuten, die sagen, ich esse wahnsinnig viel und ich nehme nicht zu. Die hat man dann 4 Wochen lang ihr Essen tracken lassen. Die haben halt gedacht, sie essen wahnsinnig viel. Das ist es aber auch gar nicht. Kalorien tracken. Egal ob abnehmen oder zunehmen, Kalorien tracken. Was mein Zielgewicht ist, 58 Kilo. Ich benutze Yatzio. Das ist auch das, was ich euch immer empfehle. Yatzio ist eine großartige App. Yatzio hat einen Barcode-Scanner. Wenn ich halt sowas esse, scanne ich den Barcode ein, wiege das Essen ab und dann weiß ich genau, wie viel Kalorien ich gerade zu mir genommen habe. Was hältst du von Weight Watchers? Meins ist es nicht. Evil, 3 bis 4 Portionen von was? Track deine Kalorien. Du hast einfach zu wenig Kalorien. Was von der Größe 1,72? Wie mein Mann heult rum, dass er nicht zunimmt und isst wie ein Piepmatz. Ja, und sagt aber dann, ich esse so wahnsinnig viel. Das ist halt wirklich, was Tracker ist. Und wenn du dann den Leuten zeigen kannst, hey, laut Tracker habe ich die letzten 8 Wochen 4000 Kalorien jeden Tag gegessen, dabei verbrauche ich nur 2000 und ich nehme nicht zu, dann ist vielleicht tatsächlich was komisch. Aber die Leute, die mal, also das Ding ist halt einfach auch, es ist genetisch, ja, es ist ein Stück weit genetisch bedingt, es ist ein Stück weit bedingt aufgrund deiner Bakterien, Darmflora, bla, es kommen viele Faktoren hinzu, die eben deine Gelüste und deine Portionsgrößen auch irgendwie beeinflussen. Die Leute, die sagen, ich esse unglaublich viel, denken das tatsächlich. Wenn die aber jemanden neben sich haben, der das mal mit anguckt, dann sagt der, hey, du isst fast überhaupt nichts. Aber für den persönlich wirkt das unglaublich viel. Das sind die Leute, die sagen, ich esse so viel und nehme nicht zu.
Tracke es. Tracke, wie viel du isst. Genauso die Leute, die sagen, ich esse überhaupt gar nichts und trotzdem nehme ich nicht ab. Gibt es auch Forschungen dazu, beziehungsweise Experimente dazu. Da hat man mehrere begleitet bei ihrem Essen und dann essen die halt morgens irgendwie ein bisschen was und dann sagen die, ja und mittags und abends esse ich immer nur Salat. Ja, haben die. Die haben tatsächlich mittags nur einen Salat gegessen. Mit Nüssen drin, mit Mozzarella, mit einem geilen Olivenöl-Dressing. Und allein durch das, Nüsse sind gesund und Mozzarella, es ist gar nichts davon schlecht. Aber pro Salat waren es 1500 Kalorien. Zwei solcher Salate sind 3000 Kalorien. Wenn du dann ein Mensch bist, der sich nicht viel bewegt, nimmst du bei zwei Salaten einfach zu. Bei allem Respekt, aber die Darmflora hat absolut nichts mit der angestrebten Nahrungsmenge zu tun. Sowas zu behaupten, ist Anmeldung geistiger Privatinsolvenz. Zumal solche Behauptungen echt gefährlich sein können. Ach Herzchen, wenn du mir jetzt ernsthaft geistige Privatinsolvenz unterstellst, dann gehörst du nicht nur bei mir, sondern bei allen anderen auch gebannt. Ist tatsächlich so, lies dir gerne Studien durch, wo einer adipösen Frau Darmflora entnommen und bei jemand anderem eingesetzt wurde. Gibt es, passiert tatsächlich. Diese hatten andere Gelüste, weil die Darmflora sich auf sowas auswirken kann. Lies dir dazu gerne Studien durch, die findest du im Internet. Wenn du aber meinst, jemanden damit zu beleidigen, dann kannst du gerne gehen. Du kannst dir gerne nachfragen, wie ich auf sowas komme oder sonst irgendwas. Aber etwas zu behaupten, dass es nicht stimmt, ohne davon irgendwie mal Recherchen gelesen zu haben, ist ziemlich dumm von dir. Ich habe genug Studien gelesen, die bestätigen, dass es mit der Darmflora zusammenhängt. Ist so. Man kann seine Darmflora auch beeinflussen. Man kann seine Darmflora absolut beeinflussen. Mit dem, was man isst auch. Und die Studien haben gezeigt, dass Menschen, die sehr viel Hunger und Lust auf Süßes haben, deren Darmflora andere Menschen bekommen haben, die plötzlich auch mehr Lust auf Süßes haben. Ja? Warum? Darmflora bedingt. Der Darm. Lest Darm mit Charme. Großartiges Buch. Wirklich großartiges Buch. Ist wirklich gut geschrieben. Macht Spaß auch anzugucken, macht Spaß anzuhören oder durchzulesen. Und behandelt dieses Thema Darm, Darmflora, Gesundheit vom Körper, die durch den Darm irgendwie mit dem Darm zusammenhängt, behandelt das Ganze extrem lustig und spannend, sodass man sich das wirklich, also Darm und Darmflora ist jetzt nicht ein Thema, wo ich sage, wow, total cool, aber sie, das ist ein junges Mädel, das das Buch geschrieben hat, hat es wirklich gut verstanden, das Buch echt interessant aufzubereiten. Und man kann seine Darmbakterien tatsächlich in die eine oder andere Richtung erziehen. Also es ist nachgewiesen anhand von Darmflora, die man eben entnommen, untersucht hat etc., dass Menschen, die gezwungen wurden, viel Süßigkeiten zu essen, eine andere Darmflora, andere Bakterien vermehrt haben, mehr von einer anderen Spezies als davor. Ja? Also es ist so, dass die davor, da hat man die Darmflora, die Bakterien untersucht und hat festgestellt, sind ganz, ganz vereinfacht gesagt vom Stamm A, B und C so und so und so viele. Und als die viel mehr gezwungen wurde, Süßes, viel Zucker zu essen, hat man festgestellt, A und B wurden viel weniger, dafür wurde C viel mehr. Dann hat man ihr wieder gesagt, ist normal und sie hat danach mehr Süßes gegessen als davor, weil sie mehr Lust darauf hatte. Die App mit dem Scanner Yazio. Wie viel mehr ist viel mehr Zucker? Das stand auch drin. Ich weiß nicht mehr, wie viel tatsächlich das war. Habe ich nicht im Kopf. Aber google das. Also da gibt es tatsächlich sehr viele Studien drüber, die man sich angucken kann.
Flip-Flop-Effekt schon mal beschäftigt. Nein, der sagt mir tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt nix. Also ich denke halt, dass jeder für sich selber auch einfach so ein bisschen entscheiden muss, was passt für ihn, womit fährt man gut, was kann man auch auf Dauer machen. Also es ist ja halt auch so, dass du dieser viel genannte Jojo-Effekt hängt nicht damit zusammen, dass der Stoffwechsel kaputt ist oder runtergefahren wurde. Das gibt es nicht. Wie gesagt, ich empfehle euch dazu nochmal das Buch Fettlogik. Aber trotzdem, wenn du abnimmst und danach wieder, also vielen passiert es, ich springe ein bisschen in das Thema, dass wenn die abnehmen, auch Muskelmasse abnehmen. Und deine Muskeln sind kleine Kraftwerke in deinem Körper. Und je mehr Muskeln du hast, desto höher ist dein Grundumsatz, denn die sind diejenigen, die nachher eben auch Kalorien verbrennen. So wie dein Hirn das verbraucht und dein Darm und deine ganzen Organe. Und wenn du eine sehr radikale Diät machst und dabei viel Muskeln verlierst, kommt es dann im Nachhinein dazu, dass wenn du wieder normal isst, dein Grundumsatz niedriger ist als davor. Nicht, weil dein Stoffwechsel kaputt ist oder runtergefahren, sondern weil du Muskelmasse abgenommen hast. Und dann passiert bei vielen der Jojo-Effekt, die essen wieder ganz normal und plötzlich wupp. Und da muss man eben so ein bisschen gegensteuern. Da kann man gegensteuern, wie gesagt, ich werde meine Kalorienzufuhr sehr drastisch reduzieren, aber sehr darauf achten, dass ich gerade was Mikronährstoffe und Proteine angeht, mich ordentlich versorge, sodass ich sogar in den Bereich kommen kann, Muskeln trotz dieser krassen Runterfuhr weiter aufzubauen. Camper, das weiß ich noch nicht. Ich werde sicherlich echt beschissene Tage haben. Kathi, ich empfehle den Ernährungskompass und das Buch Fettlogik. Zwei wirklich gute Bücher. Also für mich. Meine Nahrungssuche war erfolglos. Nein. Ja, wir haben einfach nichts. Wir haben Joghurt, wir haben Nüsse, wir haben Früchte. Ja, soll ich ein paar Nüsse essen? Oder ein paar Früchte? Ja, in einem Joghurt. Machen Joghurt mit Nüssen und Früchten. Das ist eine gute Idee, bei meinen Allergien Nüsse und Früchte zu essen. Dann ist ein Joghurt mit Haferflocken. Salami. Haferflocken. Hm. Ja, wir bestellen ja gleich um 6 einen Döner. Zu 6. Vielen Dank, Slay, für 9 Monate Resub. Vielen Dank, Dayon, für 8 Monate. Feldwebelsepp, danke für 10 Monate. Im 10er Sub, Rom, danke für 5 Monate. Federesel, danke schön für 13 Monate. Bright, danke schön für 16. Vielen, vielen Dank. Kennt ihr das auch, wenn ihr an den Kühlschrank geht? Und ihr wisst eigentlich, was drin ist, aber ihr macht ihn trotzdem auf, weil ihr denkt, es ist einfach was anderes drin oder ihr findet jetzt auf einmal was, wonach ihr Hunger habt und dann guckt ihr einfach 20 Minuten später, guckt ihr wieder in den Kühlschrank und ihr habt vor 20 Minuten reingeguckt, ohne was zu finden, aber ihr macht den einfach wieder auf, weil ihr denkt so, ja okay, immer noch nichts. Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Aber ja. My life in a nutshell. In der Hoffnung, dass man was übersehen hat, ja. Gut übrigens, Karma, dass du dir dieses Fertiggericht geholt hast, dieses komische Thai-Curry. Liegt da immer noch. Jetzt hier App in Sachen Kalorienbedarf eigentlich gut oder sollte man das manuell ausrechnen? Na, ich bin mir sicher, dass die das besser ausrechnet als du manuell. Du scannst den Barcode ein, du wiegst es ab und sagst, ich habe von dem, was ich da gerade eingescannt habe, 100, 200, 300 Gramm und du hast es perfekt ausgerechnet. Was guckst du? Nix. Kaya ist auf meiner Wellenlänge, wir machen Tun-Witze. Er schrieb gerade gesagt, getun. Gesagt, getun. Ja. Wie heißt die App? Yazio. Yazio. Funktioniert das Scannen auch mit deutschen Produkten? Ja, 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 ja. Ich habe die damals in Deutschland schon gehabt. Er guckt, ob schon 6 Uhr ist, ja. Nein, ich habe nicht wegen der Uhrzeit geguckt. Julius, danke für 20 Monate. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, er meint das nicht bezüglich Scan, sondern bezüglich, du musst am Tag x Kalorien zu dir nehmen. Aber das funktioniert doch über das Scan.
Also du sagst dir, ich will am Tag, ich will jetzt zunehmen, 3000 Kalorien zu dir nehmen. Du scannst alles, was du isst und dann siehst du, ah, jetzt habe ich schon 200, ah, jetzt habe ich schon 500, ah, jetzt habe ich schon 1000. Audiobrummen, kann vielleicht die Klima sein, was ihr hört oder so. Die immer noch kalt ist, obwohl ich sie auf 26 Grad gestellt habe. Also das ist doch nicht 26 Grad, die Anzeige stimmt doch nicht. Oder? Du siehst es doch auf deinem Ding, wie viel Grad hier drin sind. Angeblich 24. Hm. Aber niemals sind hier 24 drin. Er meint den Grundumsatz. Ach so, den Grundumsatz, ihr Lieben. Grundumsatzrechner googeln. Das ist Größe, Gewicht. Ja, es gibt eine Formel dazu. Und dann gibt es noch eine Formel, die dazu kommt, mit wie viel Bewegung, bla bla. Aber es gibt im Internet Grundumsatzrechner. Ich glaube, die Maus ist kaputt. Guck mal, die leuchtet anders, wenn ich das Kabel bewege. Siehst du das? Jetzt leuchtet sie gar nicht mehr. Das ist sehr witzig. Machst du doch sonst aus. Was? Die Klima? Ja. Ja, kann ich eigentlich, ne? Hier ist so kalt drin. Aber also angenehm, weil draußen ist echt warm, ne? Ich war gerade draußen. Aber hier sind angeblich im Raum 23 Grad. Dabei ist die Klima auch sehr... BMI ist der größte Betrug. Auch hierzu empfehle ich dir das Buch Fettlogik. Und jetzt wird die Aussage kommen, Muskeln sind schwerer als Fett. Und dann sage ich dir, dass der BMI 99, weil ein ordentlicher Sportler wäre laut BMI ein dicker Mensch. 1% der Sportler sind so krass, dass sie als dick gelten, weil sie so wahnsinnig viel Muskeln haben. Der BMI wurde entwickelt, als die Menschen noch sehr, sehr, sehr viel aktiver und sportlicher waren. Das heißt, der BMI ist eigentlich völlig in Ordnung bei ganz normalen oder sportlichen Menschen. Krasse Hypersportler, die fallen da tatsächlich raus. Der BMI ist eher in die andere Richtung schlecht. Etwas dickere Menschen gelten als völlig okay, weil der BMI eher daran denkt, dass die mehr Muskeln haben. Der ist eher in die Richtung veraltet, weil man früher viel sportlicher und körperlich aktiver war, als man das heute ist. Und ganz viele nehmen das, der BMI ist falsch, weil Muskeln sind schwerer als Fett. Nochmal, ich empfehle das Buch Fettlogik. Es ist auch alles sind die Quellen auch drin. Ja. Ich kann das auch sehr empfehlen, einfach übermuskulöser Supersportler zu sein. Hat mir auch gut getan. Die Musik ist aus, ne? Höre ich gerade. Also höre ich eben gerade nicht. Ne? Hört ihr was? Ich nicht. Ah, jetzt. Guck mal. Funktioniert doch. Es ist super kalt hier drin. Es ist fucking Eiszeit. Ich finde es besser, jetzt wo du es ausgemacht hast, dass du nicht mehr pustest. Hier kommen gleich dieses Eichhörnchen, was dort eingefroren gewesen ist. Das läuft gleich hier drin rum. Ich habe übrigens, ne, ich habe super Schmerzen im Arm. Wir haben so einen Knauf in der Dusche, womit du die Türe auf und zu machst von der Dusche. Mhm. Den habe ich mir hier reingeballert eben. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, wie der letzte Idiot. Mach einen Stresstest von deinem PC an. Was meinst du, damit es wieder wärmer wird, oder was? Das ist doch niemals ein Eichhörnchen. Natürlich ist das ein Eichhörnchen? Was ist ein Eichhörnchen? Na, das, was immer bei Ice Age die Nuss holt, was dort in diesem Gletscher eingefroren gewesen ist. Das ist doch ein Eichhörnchen, oder nicht? Ein prähistorisches. Scratch, genau. Scratch ist doch ein Eichhörnchen. Ja, ist ein Eichhörnchen. Urhörnchen. Urhörnchen, was ist ein Urhörnchen? Ein altes Eichhörnchen ist ein Urhörnchen oder was? Dann bin ich auch ein Urhörnchen. Oh ja, was? Was? Was soll es denn sonst sein? Ja, das ist die Frage, was soll denn sonst sein? Du bist ein Säbelzahnhörnchen. Scratch ist ein Säbelzahn-Eichhörnchen. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Hörnchen. Auf jeden Fall ein Hörnchen. Ein Nussmäuschen. Urhörnchen, Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, ja. Ich glaube auch. Ein Schinkenhörnchen? Ein Schinkenhörnchen hätte ich jetzt gerne. Mit Käse und Schinken. Käse-Schinkenhörnchen. Ein Säbelzahn-Eichhörnchen, hab gegoogelt. Du kannst einen meiner Proteinshakes trinken. Ich warte bis um 6.
Terranes, genau das habe ich euch gerade gesagt. Bei ziemlichen Schränken passt das nicht. Bei normalen Menschen passt der ziemlich gut. Als ich mitbekomme, dass die Pflanze im Bad umgeschmissen wurde. Ja, Schlo hat es mir erzählt und ich habe überall noch Erde gefunden. Steht Karma morgens mit einem... Wo hast du eigentlich das Kehrblech her? Steht der da mit einem Kehrblech vor mir und hat eine halbe Pflanze auf dem Kehrblech, weil die Katzen irgendwie Scheiß gebaut haben. Küche. Wir haben ein Kehrblech in der Küche? Ach so. Ja gut. Wusste ich natürlich. Scratch ist ein Säbelzahn. Da waren wir schon, Leo. Das Thema ist schon... Hatten wir schon. Wissen wir. Warum weiß Karma das, aber du nicht? Das frage ich mich Weil auch. Weil Schlo Küche so... Die Küche ist Lava. Außer... Ich schau er gerne. Sucht Nahrungsmittel. Ja, und ich schaue die Küche auch gerne an. Die ist hübsch. Ich stehe nur nicht gerne drin. Weil ich aber halt auch einfach... Das Ding ist, und ich hatte das schon mal, es ist nicht so, Chat, dass ich sage so, Küche, da drin will ich mich nicht aufhalten, sondern bei mir ist so ein bisschen das Ding, mir fehlt da gefühlt irgendwie ein Gen für diese Kochen, Backen, Sachen und sowas. Ich bewundere das immer, wenn irgendwelche Leute, Köche oder so, ja, oder auch Tinker, steht dann da, schmeckt irgendwas, oder jemand sagt zu mir, schmeck das mal ab. Ich habe den Mini-Reiskocher, der ist völlig geil. Ja, was für Abschmecken. Ich probiere das und das schmeckt halt, wie es schmeckt. Aber woher soll ich wissen, was dann da fehlt und wie das am Ende im Ganzen schmeckt, wenn ich etwas anderes da reinmache? Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, ja, keine Ahnung, was da fehlt oder so. Ich schmecke, ob es lecker ist oder nicht, wenn es fertig ist. Aber während der Entstehung des Gerichtes, weiß ich nicht, ob da Salz, Pfeffer, Thymian, Wachswurzelkraut oder keine Ahnung was fehlt. Wachswurzelkraut. Ja. Getränke. Unbedingt scannen. Schlo war immer, ich habe gar nicht viel gegessen heute. Irgendwie nur das und das. Mal, wie viel Red Bull hast denn du getrunken? 5? Ey, das ist der Teufel-Chat, ne? Wirklich, Getränke sind ganz fiese, flüssige Kalorien, je nachdem, was man trinkt. Getränke unbedingt scannen. Die hauen ganz oft übel eklig rein. Trinkt einfach Wasser. Oder holt euch, wenn ihr gerne Energies trinkt, Tee. Holt euch kalorienfreie Energies und so. 5 Red Bull, wie lebt er noch? Ja, weil ich habe auch... Meine 15-jährige Tochter hat jetzt ein Backen für sich entdeckt. Das ist doch schön, kriegst immer was Leckeres gebacken. Ich habe Küchenutensilien. Ja, aber wenn es schmeckt, ist doch das Geilste. Wenn die daran Spaß hat, hast du immer geile Sachen. Moin. Ich mach immer Sirup ins Wasser. Sirup auch scannen. Sirup ist der Zuckerteufel. Jack, danke schön für 32 Monate. Vielen Dank. Schlussgrundumsatz wird in Liter Energy gemessen. War so, tatsächlich, ja. Ich habe super viel Energy konsumiert. Zu viel schon. Wasser auch scannen, ja genau. Nein. Scannen deinen Wasserhahn. Aber die meisten Apps haben eine Funktion, auch die Uhr, dass du deine Gläser anklicken kannst und dann sind die voll. Guck, dass du genug trinkst. Mike and Brave, danke für 30 Monate. Handwerker gehen, fehlt mir auch. Ja. Fehlt wirklich, ich. Leute, eigentlich, keine Ahnung, also ich handwerklich, ich kann nichts, ich kann einfach, und es ist nicht, dass ich es probieren würde, oder dass ich es nicht probieren würde, oder mich extra dumm anstelle oder so, ne, ich kann's nicht. Du bist gerade die Treppe hochgefallen. Ich bin gerade die Treppe hochgefallen. Ich bin froh, dass du geradeaus laufen kannst. So, ich hätte super gerne... Und andere Leute würden das einfach selber machen. Ich hätte super gerne, dass meine Tische, die ich habe für mein Setup, von der linken Wand bis zur rechten Wand durchgängig sind. Ne? Eine schöne Arbeitsplatte, abgeschliffen, anständig lackiert, schöne Füße drunter, von links bis rechts halt durchgängig. Also die kriegst du nicht in einem Stück hier runter, sondern musst dann irgendwie zusammensägen, zusammenschrauben, das Mischpult in die Arbeitsplatte eingelassen und sowas. Hätte ich gerne. Ich kann das nicht.
Dafür brauche ich einen Tischler, Schreiner, was auch immer. Ich kann auch nicht selber renovieren oder sowas. So, wir haben gerade die Gärtner da. Ohne die Gärtner wäre ich aufgeschmissen. Hätte ich das gemacht, hätte ich einfach eine Steinplatte in meinen Garten gelegt. Ne? Das wäre dann meine Terrasse. Ja, aber wenn jeder alles könnte, gäbe es da draußen keine Jobs. Bin ja froh, also dass meine wir die Gärtner Freunde da hatten. Sind immer die Leute mit Engelbert Strauß-Klamotten. Du weißt genau, wenn die Leute Engelbert Strauß-Klamotten, das ist das Handwerker Gucci. Du weißt genau, weißt du, die sind so stolze, engagierte Handwerker, die kaufen sich Engelbert Strauß. Wenn du einen siehst mit Engelbert Strauß-Kleidung, du weißt ganz genau, freund dich mit dem an, weil der kann alles. Leute, die Engelbert Strauß tragen, die tragen das nicht, weil sie es tun, sondern die kaufen das nur, wenn sie alles können. Oder? Ist nicht so? Du siehst einen mit Engelbert Strauß-Hose, du weißt, Bruder, lass mal bitte essen gehen, komm. Bitte, wir beide, wir sind beste Freunde, ich schwöre. Also wenn ihr Engelbert Strauß-Kleidung habt, ne? Wir sollten mal Kaffee trinken gehen. Wir wollten das Bad renovieren, ihr Lieben. Ja, und im Schlafzimmer muss eine Wand raus. Das auch. Und Boden neu verlegt werden, also neuer Fußboden. Wer hat keine Klamotten von denen? Ich habe keine Klamotten von Engelbert Strauß. Was soll ich mit Engelbert Strauß? Das sind so Hosen, da kann ich einen Schraubendreher reinmachen. Ich weiß, wenn ich eine Schraube rausdrehe, dann überprüfe ich vorher, ob ich die nach links oder rechts drehen muss, weil ich nicht weiß, wie rum. Jack Wolfskin gleich Krimo? Was ist Krimo? Kripo. Aha. Ja, ja. Nur klar. Was für einen Boden wollt ihr verlegen? Den wir jetzt auch haben. Holzoptik ist aber kein Holz. Ist irgendwas Hochwertiges, ist, was wie schön Fußboden. Aussieht. Ja, irgendwie ja, sowas. Weil du kannst abwischen. Ja. Haben wir eigentlich den genommen, der unten dran Kork hat? Weiß es gar nicht. Also das, was momentan am beliebtesten und am besten ist. Korkfußboden habe ich hier unten, ist die größte Katastrophe. Also habe ich hier unten halt für die Akustik. Dafür ist es halt auch insane, aber du siehst halt, also keine Ahnung. Da vorne stand ein Tisch, da ist direkt Katschen drin. Da vorne ist der aufgeweicht und also wirklich Korkfußboden ist eine Katastrophe. Das Vinyl geklebt, nein, klick. André Gemser, danke für 13 Monate. XDWXD, danke für 18. Monate, Zeitkiller, danke für 10. Mike and Rev, danke für 30. Vielen, vielen Dank euch. Philipp 40, Reich Philipp 40, Blue Philipp 40, Blue Philipp 40, Blue Philipp 40, Blue Philipp 40, Kuschel Gromkerz. Hast du Schlaganfall? Guck mal hier. Wir verkaufen solche Böden. Der eine verkauft die, der andere, der kann die verlegen. Eigentlich müssen wir den Chat das Haus machen lassen. Ja, so Chat. Wir hätten gern den Ofen raus. Ich kann nur die Elektrik machen. Da haben wir jemanden. Haben wir einen Koch? Guck mal, ein Koch. Zwei Köche, drei Köche. Vier Köche, fünf Köche, sechs Köche, sieben Köche. Und ich sitze hier und bin am Hungern und wir haben sechs Köche im Chat. Ja. Stell mal vor, wir hätten einen Koch. Ich koche eigentlich gerne. Ja, aber dann müsstest du das nicht machen, sondern der wird einfach immer ich mach's ja grundsätzlich gerne. So geile Gerichte zaubern, so Braten oder so. Montag Hackbraten, Dienstag Zürcher Geschnetzeltes, Mittwoch Rumpsteak. Ich kann nur Fenster und Türen. Türen würden wir auch noch einen nehmen. Gelernter Bäcker. Ich kann euch nicht alle anstellen, Chat.
In einem Monat aber nach, du dein also Studium. Ich will dieses Jahr nichts mehr machen. Was? Am Haus? Ja, vielleicht noch die Tür. Ja, die Tür, Garten jetzt fertig werden Garten lassen. Garten fertig? Ja weiter, ja. Aber wenn Garten fertig ist, noch die Tür, aber dann war's das für dieses Jahr. Informatiker, oder? Dich brauche ich nicht. Ich bin gelernter Abiturient. Nice. Gartenpflege, guck mal. Ein Indoor-Swimmingpool, der passt leider nirgendwo hin. Hätte ich gerne, aber wo soll ich denn hinmachen? Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich finde einen Indoor-Pool nicht geil. Wenn du so einen Wellness-Bereich hast, hast du mal den von hier Bibi Blocksberg gesehen? Nee, hier. Bibi's Beauty Place. Ja, die. Nee, aber ich habe einige Kumpels, Freunde früher gehabt, die drinnen einen Pool hatten. Unser Nachbar hatte drinnen einen Pool. Und so ein Poolraum ist immer. Was? Ich habe noch niemanden kennengelernt, der überhaupt einen Pool hatte. Hi. Ja, von wo kommst du denn? Aus Reichhausen? Ja. Also bei uns gab es Pools nur im Fernsehen. Also wir hatten. Ich fand unseren Pool, oder finde unseren Pool, meine Eltern haben einen Pool im Garten. Der ist geil, aber Pool im Haus, da ist auch immer so komische Luft in dem Raum und ich finde Sauna geil. Ja, kriegst du, wenn wir die Badezimmer machen. Wenn man heutzutage ein Haus hat, die haben viele im Garten, also wenn sie einen Garten haben, einen Pool, weil das mittlerweile preislich nicht mehr so krass ist. Wir haben auch einen im Garten und Sauna im Keller. Ja, das ist so die perfekte Mischung. Pool im Garten, Sauna im Keller. Wobei, ich bin so der, ich mag Dampfsauna. Also, wenn bei uns einer einen Pool hatte früher im Freundeskreis, dann war der King und dann war das aber so ein Ding aus dem Baumarkt einfach. Ja, mein Ex, als ich so 13, 14 war, der hatte einen Pool im Haus und ich hatte den Pool im Garten und im Winter waren wir da schwimmen und im Sommer bei mir schwimmen. So ist das in Reichhausen, Chat. Braucht ihr noch einen Fleischer? Ich kann euch ja nicht alle einstellen, wie soll ich das machen? So, ne? Ist so. Ja, das ist mein Fleischer, das ist mein Gärtner, das ist mein Handwerker, das ist mein Koch. Pflegefachkraft gibt noch nicht, soon. Stell dir vor, es würde gehen. Ah, ich weiß nicht. Also, ich könnte nicht im Sonnen. Ich gucke mir ja häufiger so Roomtours an und sowas. Hier von diesem Producer Michael und so. Und das sind dann halt so Häuser. Da wohnt dann halt das ganze Personal mit so 13 Leuten oder so. Ich könnte nicht wo leben, wo Personal ist. Keine Ahnung, ich finde das so unpersönlich irgendwie. Weißt du, also, so als wenn du die ganze Zeit Besuch hast einfach. Du willst ja auch irgendwann wieder alleine sein. Ich könnte noch nicht mal eine Haushälterin haben oder so, weil, keine Ahnung, ich will einfach meine Ruhe, so, wisst ihr? Also ich bin froh, dass unsere Haushaltsfee einmal die Woche kommt, ja. Ein paar Stunden da ist und wieder geht. Ja. Ja, aber stell dir vor, die wird hier wohnen. Nee. Vielleicht ist das was anderes, wenn du so 50.000 Quadratmeter Haus hast, weißt du, so, weil dann kriegst du jemanden nicht mit, aber nee. Wir haben gefühlt in jedem Raum Katzen. Ja. Ich weiß ja nicht, wo die anderen sind, draußen zumindest nicht. Meine Mutter putzt immer, bevor ihr Haushaltshilfe kommt. Also manchmal entschuldige ich mich bei der Haushaltshilfe und sage, boah, sorry, die letzten 3 Tage kam ich zu gar nichts, so sieht's auch aus. Und dann lacht sie und sagt, dafür bin ich da. Ich kann gut staubsaugen. Okay. Das ist jetzt nicht so das Ding, ne?
Die freut sich ja, wenn Arbeiter. Ja. Dafür ist die da. Da muss man so ein bisschen seinen Charme ablegen, wenn man in der Küche mal 2 Tage rumgesaut hat und nichts weggemacht hat. Die Haushaltshilfe freut sich drüber. Ja. Was zahlt man für eine Haushaltshilfe für 1 Tag in der Woche? Musst du googeln für deinen Ort. Ist komplett unterschiedlich. Wenn du in Hamburg wohnst, zahlst du weniger, als wenn du in Zürich wohnst. Zahlst du mehr, als wenn du in Busselmuckel hinterm Berg wohnst. Und dann kommt es auch drauf an, wie viele Stunden sie da ist. Die haben meistens einen Stundenlohn. Ja, also unsere kriegt so 16.000 im Monat ungefähr, ne? Schweizer Preise. Aber also wenn die halt nur den Ostflügel macht. Ich bin gut im Mixtun. Ich auch. So, du hast gut abgespeckt, steht dir gut, danke. Meine bekommt 15 die Stunde. Die Krefeld bei uns hat er auch 15 die Stunde bekommen. Die war ein Goldstück, ne? Ja, die war schon. Wobei, unsere jetzt ist auch ein Goldstück. Ja, aber also Rosi war schon. Das ist halt witzig, unsere Katze heißt wie unsere ehemalige Putzfrau. Aber Rosi war. Die war so eine, müsst ihr euch vorstellen, so eine polnische Mutti einfach. So eine, so. Mit der hast du auch gerne Zeit verbracht und dich gerne unterhalten und so auch. Die war dann auch, oh, guck mal, hier ist dein T-Shirt, hier ist ja ein Loch drin. Ich habe das übrigens wieder, wieder ganz genäht. So, ich habe das mit nach Hause genommen, ich habe das genäht, so, dein Shirt ist wieder ganz. So, die war, boah, die war so hammer einfach, die hätte ich adoptiert am liebsten. Je, war toll, die hat alles gesehen. Und das ist wichtig, wenn du so eine Haushaltsfee hast, die einfach sieht, was getan werden muss. Das hinter uns ist Styropor. Macht ihr eigentlich mal eine Haustour? Nein, machen wir nicht. Ich wollte immer mal eine Studiotour machen für Setup, aber eine Haustour gibt's nicht. Die könnt ihr euch auf Tinkers Instagram selber zusammenbasteln. Ja. Warum gibt es keine Haustour? Du, weil wir einfach auch Privatpersonen sind. Ihr seht unsere Studios, aber sorry, sei mir nicht böse, unser Schlafzimmer geht dich nichts an. Also wir haben das in Krefeld damals noch gemacht, aber... Genau, wir haben uns dagegen entschieden. Wir haben hier auch Sicherheitstechnik. Ich will auch nicht, dass jeder direkt weiß, wo im Zweifel eine Überwachungskamera hängt. Ey, wir haben einfach auch private Sachen. Und ganz ehrlich, so viele Instagram-Stories aus dem Sportzimmer, hier vom Bad nochmal was, aus dem Garten, gefühlt hat man alles schon mal gesehen. Ja. Wurde dir schon mal beklaut? In Krefeld hat der Postbote geklaut, ja, aber sonst... Aber also bei uns ist auch halbe Gefängnis. Da hat doch mal einen Gebäudeplan hoch und markiert die Wertsachen am besten. Ja. Das, also bei uns tatsächlich, also man denkt halt durch die Technik und so, bei uns wäre halt viel zu holen, aber bei uns, also lohnt sich tatsächlich auch gar nicht einzubrechen, weil was willst du mitnehmen bei uns groß? Die Technik. Aber ja, das aber Ding ist. Du schleppst als Einbrecher nicht so ein 50-Kilo-PC halt raus, weißt du? Und wir sind sondern beide du bist halt auf der Suche ja nach Gold oder Schmuck oder sowas. Trag nie Schmuck. Haben wir nicht wirklich. So. Und der baut ja nicht meine Bildschirme ab und schraubt meine Kameras von der Wand und nimmt, keine Ahnung, 40-Kilo-PC und trägt den raus, weißt du? Wir haben tatsächlich, ich überlege gerade, wir haben. Also bei uns kannst du nichts klauen. Den Fernseher müsstest du 2 tragen oben. Ja, und den müsstest du erstmal von der Wand schrauben. Den musst du von der Wand schrauben. Ja. Und welcher Einbrecher kommt denn komplett mit meine Pflanzen. Koffer und Bohrmaschine? Und, ich hoffe, sie lassen meine Pflanzen in Ruhe. Bei uns einbrechen lohnt sich gar nicht eigentlich. Ich nehme die Küche mit. Ja, die musst du halt auch erstmal auseinanderbauen. Kenzo. Die Uhrensammlung würde sich freuen. Also die meisten Uhren sind halt eine Holzkernuhr, eine Hugo Boss Uhr. Die Uhr, die was wert ist, ist weggeschlossen. Ich habe auch 1-2 teure Uhren, da kommst du aber nicht ran.
That's it tatsächlich. Also ich habe gar keinen Schmuck. Also ich habe eine, also meine Fit-Uhr und ich habe noch eine Michael Kors. Was hat die gekostet? Ich glaube 250. 200 Euro oder so. Sonst besitze ich gar keinen Schmuck. Würde ich dir sagen, ihr seid paranoider geworden? Nee, du entwickelst ein Gespür dafür. Wir waren neulich beim Burger King und du merkst sehr schnell, wenn dich jemand erkennt. Ja. Wir haben beide so direkt, der kennt uns. Und wirklich, ich krieg ein paar Stunden später eine Instagram-Nachricht mit war lecker bei Burger King. Und ich denke mir, du gottverfickter Cringe-Boy. Warum hast du nicht einfach Hallo gesagt? So. Er hat die ganze Zeit, er saß auf einer Treppe bei Burger King, er hat die ganze Zeit gegafft, er hat nichts gesagt, sondern, aber kennt ihr das? Also es gibt einen Unterschied, ob du etwas siehst oder ob du so gaffst die ganze Zeit, ne? Er hat die ganze Zeit uns so angegafft, sodass für uns schon unangenehm war, weil wir natürlich, weil der hat vielleicht nicht mitbekommen, dass er sich vorne in den Tresen gespiegelt hat. Und wir konnten die ganze Zeit sehen, wie der uns die ganze Zeit angafft. Und er hat aber nichts gesagt oder so, ne? Okay, ich dachte mir, aber dann, eine Stunde später oder zwei Stunden später, wir schon lange raus aus Burger King, bekommt Tinker eine Nachricht bei Instagram, na, war lecker bei Burger King. Komplett unangenehm. So, weißt du, wenn er einfach Hallo gesagt hätte, er hat einfach gesagt, oh nice, ihr seid auch bei Burger King. Aber ich habe auch schon Nachrichten bekommen mit, ey, ich habe euch bei Burger King gesehen, hab mich nicht getraut. Das ist auch okay, aber ich denke mir immer, sag doch einfach Hallo. Ja, aber so, also das ist halt schon echt cringe dann, weißt du, so. Dann schreibt entweder einfach gar nichts. Darf man euch privat ansprechen? So. Manche möchten das ja nicht. Doch, klar. Also vielleicht nicht gerade, wenn ich mit dem Burger... Aber wir standen da ewig und haben aufs Essen gewartet. Da hätte man euch mal Hallo sagen können. Also, finde ich nicht schlimm. Ansonsten, ich bin genauso paranoid oder nicht paranoid wie früher. Also ich springe nackig durchs Haus und wenn ich feststelle, ups, da ist der Vorhang nicht zu, dann mache ich schnell so und versuche den Vorhang zuzumachen. Aber so war ich vorher auch schon. Und wenn ich mich auf dem Balkon sonne und dann das Oberteil irgendwie wegnehme, dann denke ich mir, ja, guck halt doof, sind also Brüste, das ist die hast einfach, du bestimmt schon mal gesehen. Ey, wenn ihr uns irgendwo seht, ihr könnt jederzeit kommen, Hallo sagen und so, aber wenn ich am Essen bin, dann bitte verpisst euch. Also dann, oder wartet, keine Ahnung, bis ich aufgegessen habe, aber steht auch nicht so neben mir und wartet, bis ich aufgegessen habe, ja, so, sondern einfach so, keine Ahnung, ganz normal, wie ihr zu jedem anderen Menschen auch wärt, so, weil was anderes bin ich auch, ich bin auch einfach Klapsig, absolut. Nur ein Typ. So. Du, wir haben in Grindelwald einen sehr netten Dude kennengelernt, der auf uns zukam und meinte so, ja, hey. Lol, stehen wir am Arsch der Welt in Grindelwald, so der erste Typ, den wir begegnen, ey, ihr seid Schlo und Hinker, oder? Ich der so. War super nett und hat dann auch ganz höflich gefragt, so, wie ist das? Digga? Darf ich ein Foto machen? Auch aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann ich mit ein Foto mit euch machen. Der war super höflich, super nett. Klar, und dann halt auch, warum nicht, ne? Also dann haben wir bitte auch nicht kuscheln und knutschen. Kurz geschnackt so und, ne, alles cool. Tipps für Umzüge, weite Umzüge, Umzugsunternehmen. Ja. Also es ist halt tatsächlich so, wir machen Umzugsunternehmen. Mir ist das mal in McDonald's Hahn Ost passiert. Gerade einen Burger im Mund gehabt und einer kommt einfach, während ich am Essen bin, kommt er einfach mit seinem Handy neben mich und macht ein Foto. Ich denke, du Hurensohn, Alter. Da hätte ich aber was gesagt. Also, unangenehm. Komplett unangenehm. Ja, es Golden Foxes fände ich auch völlig in Ordnung. Nee, das sind keine Hater, die sowas Nein, machen. Nein, das sind einfach Leute, Ahnung. Die sehr wenig soziale Kompetenz ja, haben. Social awkward, Alter. Das, ich weiß nicht. Aber, also ich meine, das sind halt wieder negative Ausnahmefälle. Ne? Also wie das gesagt, ist nicht so, dass das eine Standardbegegnung mit einem Zuschauer so abläuft, sondern eigentlich alle von euch. So, wer von euch ist da, den ich schon mal im echten Leben gesehen habe? So, mach mal ein Plus in den Chat, wenn wir uns, egal ob Community-Treffen, Messe, irgendwas, wenn wir uns im echten Leben schon mal gesehen haben. So. Guck mal, das sind einige, wo wir uns schon mal gesehen haben. Und wir erzählen natürlich immer nur von so ganz vereinzelten Ausnahmefällen. Aber wenn ihr seht, wie viele alleine jetzt gerade da sind,
wo man sich schon mal gesehen hat im echten Leben, das sind halt viel mehr, ne, wie diese einzelnen Ausnahmefälle. Weil eigentlich ist das immer cool und die Leute wissen so, ey, man ist halt, keine Ahnung, man kann sich unterhalten, man kann einen guten Tag sagen, man kann kurz schnacken und so. Ich habe den Triggerpunkt gefunden. Er muss sich die ganze Zeit kratzen, weil ich ihn da berühre. Das ist so süß. Guck. Oh, das ist so gemein. Das tut mir so leid, Kiro. Das war so witzig. Denk an die Ubisoft-Pressekonferenz. Ja, die fängt um 8 Uhr erst an. Was ist, wenn ein jüngerer Zuschauer zu euch kommt, der Stream ab 18 ist? Stellt das ein Problem da? Nein. Meistens kommen die mit Mutti. Ist okay. Also, wir wissen auch, dass nicht jeder von euch im Chat 18 ist. Wir haben hier einige, die sind halt irgendwie 16, 17. Ja, wir haben auch einige, die sind 60. Würde euch nicht ansprechen, würde Angst vor Tinker haben, das kann ich nachvollziehen. So nämlich. Optics, danke für 14 Monate. Terromuffin, danke für 2. Tuner, danke für 6 Monate. Warte ab, bis ich jetzt noch ein bisschen trainiert habe. Vielen Dank, Virus. Machst aber ein Rennen mit. Schreibt nicht euer Alter, ihr Schnubbis. Wenn jetzt die Leute wieder schreiben 13, werden sie wieder alle gebannt und weinen. Selber schuld. Außerdem sollt ihr auch nicht euren IQ schreiben, hat keiner gefragt. Comic-Con 2016 in Stuttgart, das ist ewig her. Wenn ihr uns schon mal im echten Leben getroffen habt, wo habt ihr uns getroffen? Wahrscheinlich Gamescom. Ich denke mal, die meisten Gamescom, oder? Also die, die ich schon mal kennenlernen durfte von euch. Wo haben wir? ESL1. Nice. Twitchcom, Gamescom. Twitchcom, Gamescom, Gamescom. Letztes Jahr Gamescom, Twitchcom. Gameshow Zürich, Mag Erfurt. In Zürich? Wo haben wir uns in Zürich gesehen? Vielleicht nur gesehen und nicht Hallo gesagt. Das kann oder sein, oder Zürcher Gameshow. Oder beim Glühwein trinken. Ah, stimmt, das kann auch sein. Das habe ich ganz vergessen. Take TV. Edeka in Uerdingen. Was ist Uerdingen? Wo ist Uerdingen? Wo ist Uerdingen? Ist in der Schweiz, ne? Das ist in einem deutschen Ort. In Edeka muss ein deutscher Ort sein. Wo ist Uerdingen? Stimmt. Weiß ich nicht. Bei Krefeld. Krefeld. Ah ja, dann kann das sein. Mir kam es auch bekannt vor. Uerdingen sagte mir irgendwas. Ah, das ist dieser große Edeka, ja, wo wir einkaufen waren. Wo der hübsche Typ war. Welcher hübsche Typ? Jetzt echt. So oft ziehst du mit mich auf und dachte, jetzt kann ich das einmal bringen? Der in der Kasse stand neben uns? Hab ich vergessen. Muskulös, tätowiert? Ich. Keine Ahnung, wirklich, hab ich echt vergessen. Uerdingen ist Teil von... Ja, wir waren da häufiger bei Edeka einkaufen. Entweder bei Edeka oder in der Markthalle. Wir haben doch da in der Nähe sogar gewohnt. Linn, ja, stimmt. Wir haben Linn haben wir gewohnt. Horus Event, oh Gott. Oh, lass uns da nicht drüber reden, Alter. In der Burg, also wir haben sehr nah an der Burg dran gewohnt. Ja. Wir sind da immer entlang gelaufen zum Spazieren an der Burg. Ja, true. Das war so ein Park davor, da sind wir abends immer nach dem Stream lang spaziert. Wo würdet ihr hinziehen, wenn ihr nicht in der Schweiz bleiben dürft? Schweiz. Undercover. Mit Maske auf. Also bisher war es uns immer wichtig, nah an einem Flughafen zu sein, weil wir einfach viel unterwegs sind. Wir haben aber durch Corona jetzt so ein bisschen gelernt, dass das gar nicht so notwendig ist und wir auch gar nicht so die Lust haben, so wahnsinnig viel zu reisen und auf wahnsinnig vielen Messen zu sein und das deutlich runterfahren werden. Und also wenn wir jetzt wirklich Schweiz rausnehmen, weil ansonsten würde ich dir sagen, Luzern
Ich mag den Süden Deutschlands wahnsinnig gerne und würde mich da irgendwo sehen. Konstanzer Region. Bodensee einfach. Ja, deswegen Konstanzer Region, Bodensee. Ja. Aber also es könnte halt auch echt ein Kaff sein. Fusion, danke. Sofern das Internet geht. Matze, danke für 18. Das ist ja hier Sascha für 2 Subs. Ein riesiges Problem. Also nicht hier, in der Schweiz kannst du eine Kuhkaff ziehen und hast Internet. Aber in Deutschland, Kuhkaff, ja, kannst du knicken. So schön war das Treffen nicht so. Chris, jedes Treffen mit dir war unangenehm. Nee, also wenn ich zurück nach Deutschland müsste, würde ich gerne an den Bodensee. Aber also ich hätte dann gerne ein Haus direkt mit Blick auf den See. Oh, ist unbezahlbar. Ja, aber wäre halt schon insane, ne? Im Winter ist der Boden so echt deprimierend mit dem Nebel. Das hatte ich bei meiner Nasen-OP, die war ja auf der anderen Seite, Schweizer Seite, Bodensee. Der Nebel ist echt... Friedrichshafen, weißt du noch eins unserer ersten Dates? Hm. Ja. Wie wir da gesessen Daran haben und getrunken haben und uns woanders hinsetzen mussten, weil über die... die Spinnen waren. Spinnen gewesen sind. Mittlerweile geht es mit dem Internet, hab 400k Glasfaser auf dem Dorf, aber dann bist du eine Ausnahme. Guck dir mal Karten an über den Ausbau Internet Deutschland. Da gibt es Orte, die haben gar keins, oder Orte, da ist das Maximum, was du kriegst, 6k. Danke, Schlumm, merke ich mir. 16.000, ja, ist zum Stream natürlich. Karma, wie weit bist du in Dying Light? Frag, weil gleich 3 Uhr ist. Was ist um 3? Ich wollte irgendwann mit Karma Dying Light spielen. Achso. Das nimmst du aber mit gleich. Ich habe gedacht, vielleicht können wir einen zweiten Kiro züchten. Mhm. Ich muss pipi. Oh. Ich hab da eine Idee. Ich weiß allerdings nicht, ob das so kurzfristig machbar ist. Also eigentlich ist es auch nicht meine Idee. Nächster Samstag könnte sehr gut werden. Nein, kein 100-Stunden-Stream. Hä, hab ich doch gar nicht... Ich hab gerade eine Nachricht gelesen und du gehst davon aus, dass... Ich 100 Stunden stream. Geht nicht um einen 100 Stunden Stream. Bei dir weiß man nie, ja. Nein, nein, aber ihr wisst doch, Events ist immer mein Ding, Chat. Events immer Bombe. Kai hat doch gestern schon rumgesponnen mit Sams. Ja, ich habe aber bis dahin gedacht, der spinnt nur. Aber der spinnt nicht. Der hat anders große Pläne. Gibt es ein Update in Dying Light? Es gibt viele Updates in Dying Light. Es kommen jetzt sogar noch DLCs raus und sowas. Wir spielen halt aber nochmal neu durch. Das heißt, für die von euch, die Dying Light nicht kennen, oder an denen das damals vorbeigegangen ist, also die, die es kennen, die freuen sich sowieso auf gleich, aber auch an denen es vorbeigegangen ist. Wir spielen das von Anfang an nochmal durch. Wir haben nur den Prolog gespielt. Das heißt, wenn wir nachher in Dying Light sliden, erlebt ihr das Game eigentlich von der ersten Stunde an mit. Ja, und wir werden das nochmal durchspielen, bevor wir in die DLCs sliden. Das haben wir extra gemacht, weil ich stand im DLC mit meinem alten Equip von vor ein paar Jahren und wusste gar nicht mehr, was habe ich für Items, wie funktioniert das Crafting und so weiter. Deswegen machen wir einmal nochmal von vorne. Wir spielen das im Koop mit Karma zusammen. Und dann kriegen auch alle die Stories mit, dann können wir zusammen in die DLCs sliden und sowas und dann irgendwann auch in den zweiten Teil, wenn er denn dann irgendwann mal raus ist. Chrissy, danke für deinen Verschenksub. Dummer, danke für 9 Monate. Hast du gestern die Nacht noch gut gefarmt? Ne, ich war gestern so müde, Leute. Ich bin so früh aufgestanden, dass ich gestern am Stream so im Arsch war.
Ich bin gestern nur noch ins Bett gefallen. Und dann wollte ich anfangen, wollte noch grillen. Nach diesem Frühstücksding hier. Also hiernach gebe ich euch erstmal den Link, damit ihr euer Ubisoft mit Twitch verbinden könnt, damit ihr nachher die Jobs bei der PK abstauben könnt. Bin jetzt anderthalb Jahre hier, aber Reutlingen kenne ich immer noch nicht so ganz. Reutlingen? Warum sagt mir das was? Gibt es da nicht ein Outlet? Oder vertue ich mich? Törbchen, danke für 16 Monate. Ja, Heilul. Was für Drops gibt es, weiß ich nicht. Ja, in Metzingen. Guck mal, ne? Sparfuchsschlo kennt Outlet. Reutlingen. Ich glaube, da war ich schon mal. Ich glaube, in Tübingen war ich auch schon mal. Das Outlet ist in Roermond. Nee, es gibt nicht nur ein Outlet, Bruder, auf der Welt. PK, welche? Ubisoft. Bringen die Drops was, wenn man keinen PC oder Konsole hat? Nee, dann, falls das dabei um Videospiele geht, bringt dir das wenig, wenn du keine Plattform hast, um Videospiele zu spielen. Ich weiß nur von Watch Dogs 2 Job. Den weiß ich auch, die anderen weiß ich auch nicht. Deswegen gibst du mir eine Vollkornreiswaffel. Und was esse ich? Da stelle ich. Da kannst du deine Tasse draufstellen, so als Untersetzer. So groß kann der Hunger nicht sein, Leute. Ich guck mal, es hat sogar die Form von einem Untersetzer. Es hat sogar die Form von einem Untersetzer. Guck mal hier, stellst du hin, so, stellst du dein Glas drauf. Mit nichts zufrieden, dieser Mann. You feel me? Schlui, schlui zusammen, Schlugold, Schlugold. Reiswaffel. Ihr seid die Besten. Hört sich trocken an. Männer, danke. Nee, gar nicht. Wir haben auch Karotten. Möchtest du eine Möhre? Was ist los, du Knopf? Morgen kommt der Fulminator. Dann bürsten wir dich mal ordentlich. Schokoreiswaffeln sind übelst geil. Boah, weißt du, was wir auch mal wieder essen könnten? Also ein Teller Watte. Du bist ein dauernd meckender, grundunzufriedener Nörgelmensch. Ja. Aber so hast du mich doch kennengelernt. Wie funktioniert das mit uns beiden? Ich bin ein grundpositiver, gut eingestellter, happy Mensch. Ja, vor der Kamera. Nee. Wie geht's euch? Heute Morgen, ja? Ich stehe auf, gehe kurz ins Badezimmer, komm raus, Schlo guckt mich an. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Was machst du? Ich geh jetzt laufen. Und dann hast du noch irgendwas gesagt. Ah ja, du hast gesagt, ich würde mir lieber, als jetzt zu laufen, einen Nagel durch die Kniescheibe jagen. Und dann hast du dich umgedreht. Ja. Und ich bin laufen gegangen. Wer kommt da? Das Genie. Habe ich gehört. Du warst halt noch gar nicht da. Genie. Genielein. Jo hat noch nicht bemerkt, dass du da bist. Muss hier hoch. Ja, aber also ich bin ja auch nicht nur negativ. Ich bin ja... Ja, oder willst du sagen, dass ich die ganze Zeit nur... Nee, wenn du Mettbrötchen bekommen hast, ist eigentlich alles gut. Ja. Wie viele Katzen habt ihr eigentlich? 4. Jetzt waren sie alle mal da.
Hallo. Das mag er nicht, aber ich mag das. Weil manchmal mag er das doch. Hä? Runter! Nein! Lass mich weg! Kann es sein, dass der Reutling was sagt, weil dort eine berühmte Papierfabrik, falls dort eine... Jetzt Kiro! ...berühmte Papierfabrik gibt? Ich kenne mich nicht so mit berühmten Papierfabriken aus, tatsächlich. Ich bin in Reutlingen zur Schule gegangen. Alte Zicke. Hat er dir wehgetan? Nein. Er hat gar nichts gemacht, er stand nur da. Ja, blablabla. Wie ein Gremlin. Das findet er jetzt scheiße. Ja. Kiro ist wie ich, der findet einfach manchmal Dinge scheiße. Irgendwas passiert, der findet es einfach scheiße. Es gibt keinen Grund dafür. Jetzt hör doch auf, da rumzubrummeln, mein Gott. Der ist jetzt einfach unzufrieden und findet alles scheiße. Jetzt geht er weg, weil er Scheiße findet. Und Genie interessiert es einfach nicht. Vielen Dank, das hält für 28 Monate. Willst du eine Reiswaffel? Schosskiller, 2 Euro, Dankeschön. Lamborghini, danke für 6 Monate. Sparkle, danke für 3 Monate. Nero Lasco, danke für 17 Monate. Warsteiner, danke für 46 Monate. 25er Sub. King Louis, danke für 20. Törbchen, danke für 16. Vielen, vielen Dank euch. Lecker, lecker, lecker. Sind die von Seitenbacher. So lecker, wie die sind. Ich wusste übrigens auch nicht, dass es in Reutlingen eine Papierfabrik gibt. Wer weiß, wo es eine Papierfabrik gibt? Ich bin in Reutlingen aufgewachsen. Ich kenne das eine oder andere in Reutlingen, aber ich war aber Jahrzehnte nicht mehr in Reutlingen. Wenn wir bei meiner Mama generell, die Weiß also, abholen, gehen wir mal Reutlingen angucken. Ich weiß aber generell nicht so diese Standard-alte Leute-Touristenorte. So in der Stadt gibt es dieses Museum oder da gibt es eine Papierfabrik. Ich weiß, dass es in Hamburg so ein Miniatur-Ding gibt irgendwie, aber da wollte ich auch nie rein. Das finde ich auch scheiße. Aber sonst, ich weiß nie, wo irgendwas ist. In Metzingen kann man shoppen. Aber ich weiß, wo das Neandertal-Museum ist. Welche aber Ecke auch nur, von weil ich Reutlingen? In die Ecke gewohnt habe. Zwischen Reutlingen und Tübingen, so ein Kuhkaff. Bei Metzingen. Sakuro, danke für 5 Monate. Bei Urach gibt es einen Wasserfall. Juhu. Ja, ich glaube, das Neandertal-Museum ist gefühlt das Einzige, was ich kenne. Hast du in den Spiegel geguckt? Sieht das nur so aus? Oder? Ich habe überall Ausschlag. Ich habe auch an den Armen. Ich habe so schlimm Allergie. Ich habe überall Ausschlag. Du müsstest aber auch Xanten kennen. Wieso? Was gibt's da? Da war ich, glaube ich, mal mit der Schulklasse in Xanten. Ich weiß aber nicht mehr warum. Warum habt ihr dann Katzen? Ja, wieso nicht? Oferding? Klar sagt mir Oferding was. Ich bin aufs BZN gegangen. Ist zur 10. Xanten Römermuseum. Ja, ja, war ich bestimmt mit der Schule. Interessiert mich nicht, tatsächlich. Ich war in Hamburg schon mal im Miniaturwunderland. Ist gar nicht so schlecht. Mehr mich hat das nicht interessiert. Ich war schon mal in Xanten, aber auf Klassenfahrt. Du hast in Erkrath gewohnt? Nein.
du nicht. Vielen lieben Dank, Hunterläufe, 41 Monate. Ach, wegen Allergie und Ausschlag. Ja, keine Katze ist keine Option. Auf 3000 Meter Höhe war die Allergie kaum zu merken. Stimmt. Bist du müde? Ist ein müdes Baby. Wenn du mich gleich anniest, kriegen wir ein Problem. Ich bin Kölner und mag die Düsseldorfer nicht. Das habe ich noch nie verstanden. Das ist komplett dumm. Gesundheit. Karma, wie weit bist du in Dying Light? Das kann doch nicht so lange dauern, oder? Ich habe 5 Jahre in Hamburg gewohnt und war nie im Hamburg Dungeon. Obwohl immer so viele gesagt haben, muss man mal gemacht haben. Oben geschrieben, aber immer wenn du fragst, denkst du dir, ach, jetzt schaue ich nicht in den Chat. Ja, in der Zeit, wo du das jetzt geschrieben hast, hättest du einfach meine Frage beantworten können. Kann man das jetzt doch in Deutschland spielen? Ja. Hätte ich. Wow. Und jetzt kommt wieder irgendein Scheiß-Emote von Karma. Ja, da ist doch schon. Sticker. Und wie weit bist du jetzt in Dying Light? Dying Light, ne? Empfehlung, jede Empfehlung dieser Welt, Alter. Ich habe alle Lichter angemacht und gerade gegen diesen größeren Zombie gekämpft. Also bist du schon da, dass du Koop spielen kannst, ja? Machst gerade diese Nachtmission. Es ist ein Community-Event, du kannst die Großen noch einfach wegboxen, ne? Weiß nicht, ab wann man kann. Kommt eigentlich eine Mitteilung mitten in deine Fresse. Ey, du kannst jetzt Koop zocken. Verfolgt ihr Fußball eigentlich? Ist bei dir schon mal Nacht gewesen? Gar nicht. Schlo und ich haben beide null Interesse an Fußball. Ja, es ist bei dir schon mal Nacht gewesen. Der ist bestimmt schon weiter als ich mittlerweile. Aber ich gehe jetzt Pipi machen. Viel Erfolg. Ich schaue nachher zu und schau mal, ob ich mir das hole. Instant Gaming, Bruder, auf Ehrenbruder-Basis über meinen Link für 6 Euro kriegst du das. Das kostet ja nichts mehr. Kostet ja fast gar nichts. Wie lieb er ist. Macht sich jetzt hier schön sauber. Nicht mein Spiel, Leute. Yoshi! Na du, Puppi? Wir spielen nachher Sea of Thieves. Ich habe irgendwo bei mir im Discord gelesen, dass man in Sea of Thieves bald eigene Server oder eigene Bereiche machen kann, damit man mit bzw. gegen Leuten zusammenspielen kann. Das wäre halt mega nice. Was kostet nur 6 Euro? Dying Light. The Last of Us. Ja, also das Ding ist, ihr Lieben, durch die Ernährungsumstellung bzw. durch die 10 Wochen, die jetzt kommen, werde ich wahrscheinlich erstmal samstags keine Kochstreams machen, weil das wirklich Selbstgeißelung wäre. Zumindest am Anfang, bis ich ein bisschen drin bin. Deswegen werde ich wahrscheinlich nächste Woche Samstag mal anfangen mit einem ersten Spiel in die Richtung. Ich weiß noch nicht, ob es Detroit Become Human oder Last of Us 1 sein wird. Aber kommt. Dann haben wir halt auch Zeit. Biomutant. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Detroit ist auch mega.
Ja, ich glaube, Detroit ist ein guter Einstieg, um danach Last of Us zu spielen. Summer, weiß ich nicht. Keine Kochstreams mehr. Pause. Nicht keine Kochstreams mehr, sondern eine Pause von den Kochstreams für 4-5 Wochen. Ich glaube, ich habe es im Discord gepostet. Ich habe es auf jeden Fall gesehen, ja. Daher kommt das Bauchmiezeln. Was ist Bauchmiezeln für ein Ausdruck? Habe ich noch nie gehört. PK heute 20 Uhr. Na, bist du jetzt sauber? Bist du jetzt sauber? Sehr nett und zuvorkommend behandeln. Ah, das kann ich nicht. Sehr ein süßes Wort. Ja, genau. Dass wenn man alles tut, damit es der Katze gut geht. Auf dem Bauch. Segelst du heute. Yes. PK von wem? Ubisoft. Ubisoft. Ich muss gestehen, ich krieg langsam mehr Hunger, aber ich würde frühestens um 16:30, 17 Uhr bestellen. Ich esse bis dahin eine Karotte. Geilo, Karotte. Wer ist dabei? Ich glaube, es können alle. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen, ob wir gleich durchwechseln. Wir sind ja mittlerweile 5. Im Zweifel verzichte ich auch drauf. Ich will nicht, dass da jemand nicht kann. Dann spielen wir Ori, aber das können wir ja noch gucken. Hast du Möhren? Ja! Wollte das nochmal anschauen. Auf jeden Fall war das ein Samstag-Tuner. Musst du gucken, ob das noch da ist. War irgendein Samstag. Guck mal sonst auf Twitter, wann die Ankündigung dazu kam. Für den Miezen und Kater. Wir haben eine Katze und 3 Kater. Und am Mittwoch machen wir Schnippschnapp bei 2. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht, dass man auf einem Server landet. Da muss man halt gucken. Das Problem ist, da ist halt auch die Frage, sind dann nur wir da? Dann wäre langweilig. Oder sind dann andere Spieler auch noch da? Oh, Tuni, so gerne. Wie alt sind die Katzen? Die jetzt kastriert werden, sind 6 Monate. Der Alte ist 16, auch kastriert. Und die Lady ist 2, auch kastriert. Habt ihr alle kastriert? Ja. Du bist ganz nass mittlerweile. 27. war der Milchreiskuchen. Ach, guck mal. Ah, wo? Oh. Ja, wie gesagt, sonst auch nochmal eine Runde Ori. Ich will Ori durchspielen. Wenn Gizmo wüsste, was ihm bevorsteht, würde er nicht so sein. Es wird halt auch langsam Zeit. Der katert sehr. Knight of Raven. Einfach im Discord mal fragen. Es sind immer viele, die suchen. Dann fährt gar nichts anderes mehr rum. Ja, das ist halt schade. Dann eher nicht. Können Katzen ahnen, wenn etwas passiert? Naja, also Katzen sind sehr, haben sehr gutes Gespür. Wenn du selber irgendwie aufgeregt und hibbelig bist und sowas, überträgt sich das oft auf die Katze. Die Frau will dir etwas so lecker. Ich habe die Insta-Story gesehen. Alle, hoffe ich. Die waren sehr schön. Aber ja, die werden im Zweifel
ein Tag noch ein bisschen tapsig sein nach der Kastration und dann wird alles gut sein. Nu? Snip, snap? Snip, snap? Und dann hoffe ich, dass du nicht mehr ganz so katerst. Was ändert die Kastration? Denn bis auf das Offensichtliche, also das Offensichtliche, und gerade bei Katern ist es so, wenn es unkastrierte Kater sind, zwei Stück, dann rivalisieren die sich irgendwann und gehen aufeinander los und kämpfen. Also die kämpfen jetzt schon viel. Und das kannst du damit halt deutlich entgegenwirken. Was meinst du mit Katern? Sie raufen sich viel, also sie spielen nicht, also sie haben davor schon viel als einziges Knäuel über den Teppichboden gewälzt und so und sich so ein bisschen angegangen, aber nie böse, sondern spielerisch. Und jetzt merkst du, dass es langsam böse wird, dass der eine den anderen beißt und drauf losgeht und so. Also Toffifee entdeckt. Sollen wir so gegen 16:30, 17 Uhr Döner bestellen? Mhm. Soll ich dir einfach gleich nachher mitbestellen? Mhm. Revierverhalten, ja. Chat jemand einen Toffifee? Nur für Subs. Wie geht's deiner Hand eigentlich? Ja, stimmt. Wie sieht die Hand eigentlich heute Morgen aus? Gut. Ja, wird. Messandro, danke für deinen Resub. Lorenz, danke für 28 Monate. Manu, danke für 13. Wolfi, danke für 12. Handaloy, danke für 41. Sakura, danke für 5. Lester, danke für 28. Großkiller, 2 Euro, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben oben noch Streusel. Mhm. Was machst du gleich? Sea of Thieves. Sea of Thieves. Will deine Frau eins? Nein. Mich eingeladen? Jetzt, wo ich mich selber eingeladen habe, wieder. Wir sind zu fünft, wir haben eher ein zu viel. Dann können wir 2 Dreierboote machen. Ja, ich spiele dein Gleit gleich. Mhm. Ist das gar kein Game für dich eigentlich? Dein Gleit? Magst du gar nicht? Nee, hier sind Zombies, da habe ich Angst. Echt jetzt? Mhm. Ja, du hast doch auch DayZ. Fandst du doch auch mega geil. Ja, aber da waren die Zombies auch ein bisschen doof und nicht schnell und so. Mhm. Last of Us sind auch Zombies. Ja, davor habe ich auch Angst. Bin mir nicht sicher, ob wir das zu Ende spielen werden oder ich abbrechen werde. Aber ich habe gehört, man kann es auf leicht spielen. Flo fragt immer, ob er mitspielen kann, will aber nie. Ja, ich werde doch einfach nie eingeladen. Nee, er will einfach nicht, das weiß ich schon. Ich würde ja auch wahnsinnig gerne mal wieder Overcooked spielen und sowas. Dein Leid ist halt auch 10-mal brutaler als DayZ. Na, minimal, ne? Also wenn ihr Kinder gerade... Möchtest du die andere Seite mal putzen, mein Schatz? Vorm Stream ab solltet ihr die gleich wegnehmen, wenn dein Gleit angeschmissen wird. Weil das ist tatsächlich nicht so kinderfreundlich. So, Karma, wie weit bist du? Der ist fertig. Ach so, ja dann. Ich nehme mich noch schnell Wäsche machen und so. Mhm. Und dann gehst du segeln? Ja. Gut, dann gehe ich nach vorne, Chat. Aber du musst ihn kurz locken, damit ich nicht diejenige bin, die ihn runterschmeißt. Dann komme ich nach vorne zu euch, gebe euch auch den Link für heute Abend für Ubisoft, damit ihr die Jobs bekommt. Ja. Tschüss! Bei Tinker könnt ihr segeln schauen gleich, twitch.tv/Tinkerleo. Die Mods können einmal ihren Link für die Leute, die vielleicht neu eingeschaltet haben, sie nicht kennen. Genie! Bevor wir segeln, könnt ihr noch ganz kurz Fragen wegen Essen und Ernährung so stellen. Da kamen gerade noch ein paar, ich wollte es noch nicht wieder hier auf. Genie! Du musst ihn runterwerfen. Der wird's überleben. Heartbreaking. Der wird's überleben. Heartbreaking. Oder ich lasse einfach laufen. Der halbe Chat will eh mal lieber Katze sehen als uns. Also. Er ist aber auch so süß. Vielleicht ärgere ich dich noch ein bisschen. Was mit dem Fuß? Was mit dem Fuß? Was mit dem Fuß? Mach den auch sauber. Mir schnutzt. So fast. Oh.
like a captain. I want you. Used to feel.